Einen wunderschönen Nachmittag. Willkommen in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur zum dritten Abend unserer Jubiläumsreihe, die ja dieses Jahr füllt geradezu. In jedem Monat gibt es zumindest eine Veranstaltung, die mit unserem 60-Jahr-Jubiläum zu tun hat. Es gibt eine Reihe von thematischen Schwerpunkten. Und manche Veranstaltungen sind so, dass sie uns eigentlich schon lange vorschweben, dass wir sie uns schon lange gewünscht haben, so etwas einmal zu machen. Und sowas ist das heute. Langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben heute einen Abend, den wir hinter den Kulissen genannt haben. Das heißt, dass wir einfach ein bisschen nachfragen, wie denn das so war in diesen 60 Jahren in der Literaturgesellschaft. Wir haben ehemalige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eingeladen, die alle der Reihe nach dann hier zu Wort kommen. Wir werden die wichtigen, die zentralen Persönlichkeiten der Literaturgesellschaft in diesen letzten 60 Jahren hier heute ein bisschen zumindest thematisieren. Also es ist nicht so, dass wir alle jetzt nennen können. Einige werden von uns nur ganz kurz erwähnt werden, von Ursula Ebel und wir teilen uns das heute auf, diese Moderation. Und werden nach und nach dann einfach Fragen stellen und Gespräche führen. Das Ganze soll, haben wir vorher schon gesprochen, nicht den Charakter eines Verhörs annehmen. Haben wir auch nicht vor, aber ich habe dann darauf geantwortet, die Grenzen sind fließend. Also wenn wir schon einmal die Gelegenheit haben, nachfragen zu können, die Leute, die wesentlich mehr über die Gesellschaft sagen können, als wir wissen, hier zu haben und befragen zu können, dann werden wir das nutzen. Ich glaube also, dass heute ein kleiner Rundgang durch diese Geschichte herauskommen wird, dass man doch einiges erfahren wird über wichtige Figuren, über wichtige Schwerpunkte, über Themen, über Zielsetzungen und Richtungen, die in diesen verschiedenen Zeiten von den verschiedenen Personen in den Mittelpunkt gestellt wurden. Und am Anfang, und damit möchte ich gleich meinen ersten Gast auf der Bühne begrüßen. Am Anfang steht natürlich Wolfgang Kraus, die zentrale Figur der Gründung, die zentrale Figur am Anfang der Literaturgesellschaft. Und ich darf Stefan Maurer herzlich begrüßen, der zu Wolfgang Kraus sicher mehr sagen kann als jeder andere. Hallo. Stefan Maurer ist in Linz geboren. Er ist seit 2 Jahren der Leiter der Bibliothek im Literaturhaus in Wien, war davor unter anderem am Nabel-Institut für Literaturforschung der Uni in Graz als Universitätsassistent tätig. Er hat Germanistik studiert, Theaterwissenschaft studiert in Wien und er hat eine Dissertation geschrieben, die veröffentlicht wurde unter dem Titel Wolfgang Kraus und der österreichische Literaturbetrieb nach 1945. Wie gesagt, er ist der Berufene, wenn es darum geht, jetzt ein bisschen was über Wolfgang Kraus zu erzählen. Ich bitte dich, Stefan, das jetzt zu tun und danach werden wir vielleicht noch ein bisschen reden und vielleicht sind ein paar Fragen offen, die ich stellen kann. Bitte. Ja, vielen Dank für die Einladung zunächst und auch vielen Dank für die freundliche Einleitung. Ich beginne mit einem Zitat von Franz Schuh: Dem Ingenieur ist nichts zu schwer und der Funktionär hat es nicht leicht, um das vorauszuschicken. Das ist so eminent auch etwas, das Wolfgang Kraus betrifft. Und Wolfgang Kraus ist, kann man eigentlich so sagen, neben Rudolf Heinz, Hans Weigel, Ernst Schönwiese sicher einer der mächtigsten Literaturmanager der Zweiten Republik, der einen wesentlichen, kann man sagen, fast 30-Jährigen, hier sehen wir ihn, auch im Vorraum quasi stehen, also der seinen ganz wesentlichen Einfluss auch auf den Literaturbetrieb und auch das literarische Feld hatte. Wendelin Schmidt-Dengler, bei dem ich die Dissertation noch begonnen habe,
hat einmal über Wolfgang Kraus geschrieben und Wendelin Schmidt-Engel hat auch damals erzählt, dass er unglaublich oft auch natürlich in der ÖGL war und auch mit Wolfgang Kraus befreundet war. Also er hat zugeschrieben, dass Kraus wirklich damals das Fenster öffnete hinsichtlich des Literaturbetriebs. Also es war damals, das ist eigentlich heutzutage gar nicht mehr vorstellbar, es war nicht viel los und weiß nicht, allein heute sind wahrscheinlich 3 Veranstaltungen, 3 literarische an einem Abend. Also das ist, wenn man sich das der Gründung 1961 auch irgendwie so vergegenwärtigt, das ist schon, waren schon ganz andere Zeiten. Das sehr interessante an Wolfgang Kraus ist dann natürlich auch, dass sein Netzwerk, und er hatte ein wirklich ein weltumspannendes Netzwerk, das reichte damals, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen aktueller, auch quasi hinter den Eisernen Vorhang, es reichte in die USA, also es war wirklich so ein ganz dichtes und auch ja, sehr großes Netzwerk. Das wäre zum Beispiel, wer zu nennen, der Kongress für kulturelle Freiheit, der die ganz großen Kongresse in den 60er Jahren auch mitgestaltet und finanziert hat, aber eben auch die Ford Foundation, das wären so die wesentlichen Träger. Und eben man kann eben sagen, dass Kraus war so ein wesentlicher Policymaker, also so ein wesentlicher Entscheidungsträger auch, nachdem er auch immer ganz gute Beziehungen zur Politik hatte. Damals war das Unterrichtsministerium schwarz und da hatte er durchaus auch Förderer irgendwie, die ihm geholfen haben, eben nicht nur die Finanzierung der ÖGL, auch so dann im größeren kulturpolitischen Rahmen, auch was die Auslandskulturpolitik betrifft. Also da war er auch sehr, sehr wichtig. Vielleicht das nächste Foto bitte. Also hier sehen wir ihn bei einer dieser legendären Google-Hupfjausen in der ÖGL mit Hermito von Doderer. Und vielleicht sei auch noch so vorausgeschickt, dass Wolfgang Kraus, also sein ja, literaturästhetisches Verhalten ist vielleicht eher so ein bisschen als konservativ zu bezeichnen. Also es gibt immer wieder so Ausreißer. Er hat zum Beispiel sehr früh Hans Lebert auch gefördert. Das ist auch jetzt so ein bisschen bekannter geworden. Also er hatte da schon ganz gute Sensoren, aber im Wesentlichen hat er eigentlich eher so ein bisschen die konservativen Autorinnen und Autoren bevorzugt. Und da muss man vielleicht auch noch dazu sagen, also da ist er auch so ein bisschen ein Kind seiner Zeit. Ja? Also das ist vielleicht so zu sehen. Aufgrund seiner Förderungspraxis und auch seinen Schlüsselpositionen im Literaturbetrieb, also ich habe schon erwähnt, dass er im Außenministerium beheimatet war, mit einer Kulturkontaktstelle, die ganz wesentlich war. Er hatte eine ORF-Literatursendung in Schurfix und er wurde da auch immer wieder kritisiert. Also es gibt da Legionen an Polemiken, so ist das einfach im Feld. Also man wird da immer wieder angegriffen, das kennt man ja. Und zum Beispiel Franz Schuh, das war so ein bisschen seine Nemesis auch im Betrieb, hat gemeint, Zitat, er war eine die Schreckgestalt unseres Geisteslebens. Also es war wirklich auch, finde ich, auch sehr untergriffig auch teilweise. Ja, Kraus, 1924 geboren, hat Germanistik und Theaterwissenschaft studiert, hat dann in den ersten Nachkriegsjahren so ein bisschen den Grundstein für seine Karriere gelegt beim Wiener Ullstein Verlag, bei Edwin Rollet, das war der Präsident des Verbandes demokratischer Schriftsteller und Journalisten Österreichs, also ganz ein wesentlicher Mentor auch für Kraus und ab 1949 war Kraus dann im Schollnei Verlag, wo er zunächst als Cheflektor und dann später als Pressechef und Vertriebsleiter tätig war. Sehr wesentlich für seine spätere Tätigkeit ist, dass er ab 1956 auch freier Literaturkritiker und Journalist war und da ab 1959 immer wieder Reisen hinter den Eisernen Vorhang genommen hat, also da immer wieder auch Personen getroffen hat, wichtige, und so quasi sich so in diesen nicht deutschsprachigen Ländern, das, wie man dann damals sagte, des realen Sozialismus so ein bisschen umgeschaut hat, was ist da eigentlich los und was ist anschlussfähig für die österreichische Literatur. Also hat er auch so eminent sich abgearbeitet an diesem, Stichwort Claudio Magis, also in diesem habsburgischen Mythos. Das war auch so ein kulturpolitisch eminent wichtiger Anknüpfungspunkt für ihn. Und nichtsdestotrotz, also er hat sich auch Zeit seines Lebens für diese Verständigung zwischen Ost und West eingesetzt, unter dem Vorzeichen, dass natürlich die Autoren, die er eingeladen hat, durchaus auch antikommunistisch gesinnt waren, zumindest also Dissident waren, das war ihm relativ wichtig, ja. Ja, also neben dem Schurfix im ORF war er dann auch in den 70er Jahren als Konsulent im Europa-Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes
Und ein wesentlicher Coup, das kennen Sie ja alle nach wie vor, ist diese Etablierung der Österreich-Bibliotheken. Das geht auch auf ein Konzept von Kraus zurück. Jetzt möchte ich Ihnen einmal selbst zu Wort kommen lassen, also quasi aus den Tagebüchern. Da danke ich auch immer noch Frau Ministerialrätin Magister Frau Kotternek, die mir das damals zur Verfügung gestellt hat und quasi das war ein unglaublicher Reichtum. Ich habe unglaublich viel über Kraus erfahren dürfen und ich zitiere aus diesen Tagebüchern, Zitat, Kontaktperson, Vermittler, Dolmetscher zwischen Staatsmännern, Politikern und Intellektuellen, Autoren, Künstlern, Figuren des Geisteslebens und der Massenmedien. Nötig, sie zu suchen, wurde jahrzehntelang, seit 1945, schreibt er, vernachlässigt, versäumt, in Wien habe ich eine solche Rolle gespielt. Vielleicht können wir zum nächsten Bild. Genau, hier sehen wir ihn als relativ jungen Mann. Das dürfte so in der ersten Hälfte der 60er Jahre sein, auch hier in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur, sehr betont lässig und auch sehr sympathisch, wie ich finde, auf diesem Foto. Ja, und es ist ja auch gemeinhin bekannt, also Kraus hat diese kulturpolitischen Versäumnisse nach 1945 auch insofern aufgeräumt und wieder aufgerollt, als er zum Beispiel auch zahlreiche Autorinnen und Autoren aus dem Exil wieder nach Wien eingeladen hat. Ich nenne nur ganz kurz Elias Canetti, Manes Sperber, Erich Fried, weil da gibt es ja dann auch noch einen größeren Block, wie ich weiß, zum Exil im Rahmen dieser Feierlichkeiten. Ja, und komplementär zu seinen literaturbetrieblichen, kulturpolitischen Ämtern und Funktionen war er auch noch, also man sieht eben diese Anhäufung von Positionen an ihm ganz gut, also als Juror bei Literaturpreisen, eben auch die Erstellung kulturpolitischer Konzepte, also er hat auch wirklich einige Generationen von Diplomatinnen und Diplomaten in der Akademie auch unterrichtet und sie auch mit seinen Konzepten vertraut gemacht, wie quasi Kulturpolitik auch durchzuführen ist. Dann nenne ich noch also die Gründung von Literaturpreisen, das wäre der Anton Wildgang-Preis der österreichischen Industrie, da hat er wesentlich daran mitgewirkt. Und auch Gesellschaften, da wäre die österreichische Franz-Kafka-Gesellschaft in Klosterneuburg noch zu nennen. Und was nicht ganz uninteressant ist, noch 1991, als in Wien im Gespräch war, ein Literaturarchiv zu gründen, da wurde Kraus vom letzten Sonntag verstorbenen Erhard Busseck ins Gespräch gebracht als Gründer. Also diese Position, die dann Wendelin Schmidt-Dengler eingenommen hat, im Literaturarchiv. Ja, vielleicht nochmal angesichts dieser Anhäufung, dieser Akkumulation von symbolischem Kapital, ist es nicht verwunderlich, dass Kraus dann eben immer wieder von unterschiedlichsten Seiten, ja, also wirklich so Anwürfe passiert sind und am eindrücklichsten hat das Fritz Herrmann, das war ein Mitarbeiter im Kabinett des SPÖ-Unterrichtsministers Fred Sinowatz, mit der Polemik Trara, Trara, die Hochkultur verewigt. Ich zitiere das noch. Am schönsten waren sie im Television, den Wolfgang Kraus dazwischen mischen. Ein Mann noch fixer als sein Schur, den Gunnier der Hochkultur. Also das war auch nochmal in den 70ern quasi so eine Gegenbewegung zu ihm. Er hat das aber alles, wenn man das seinen Tagebüchern nimmt, immer relativ eigentlich gelassen auch aufgenommen. Ja, und damit bin ich eigentlich schon relativ am Schluss meiner Ausführungen. Und vielleicht gibt es Fragen oder Anmerkungen auch noch zu diesem jetzt sehr kursorischen Galopp, den ich da jetzt irgendwie auch hingelegt habe. Ja, vielen Dank. Was uns bei Kraus immer interessiert, ist ja, wie er hier in der Gesellschaft agiert hat. Das ist einfach die Rolle, die er hier eingenommen hat. Das ist nicht so sehr diese öffentliche Rolle, die ist dann natürlich auch wichtig, aber was mich zum Beispiel interessiert, ist, wie kam man überhaupt auf Kraus? Hast du das in deinen Arbeiten herausgefunden? Kraus war ja als Verlagslektor, Kraus war als jemand, der in den 40er Jahren schon einiges tat, der viel unterwegs war, in den 50er Jahren dann auch, der viel als Literaturkritiker gemacht hat. Natürlich präsent, aber er war jetzt kein großer Name. Wie kam man, als man so eine große Institution, wie die Gesellschaft das damals war, gegründet hat, auf Wolfgang Kraus? Also ich glaube, er hat einfach aufgezeigt, soweit ich das auch den Briefen entnehmen konnte. Also er ist quasi
das ist ja, glaube ich, auch eine Praxis, die heutzutage nicht mehr so üblich ist, so im Kulturbereich und Literaturbereich. Also er hat quasi aufgezeigt, er ist ins Ministerium gegangen und hat gesagt, hier bin ich und das sollen wir machen. Und das war, glaube ich, auch so. Sowas, also er war wirklich ein Macher, ja. Also er hat so vieles angepackt und weil man muss sich immer vorstellen, in dieser Programmierung der Gesellschaft, ich meine, er hatte ja auch immer zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da wären ja auch, man müsste jetzt eigentlich noch den Kurt Benesch auch nennen und damit hat ja auch die Gesellschaft irgendwie im Wesentlichen auch ein bisschen begonnen, ja, mit diesem, mir fällt jetzt die Kriepatze-Gesellschaft, soweit ich mich erinnern kann, war das. Das ist ja auch so ein Nukleus auch der Gesellschaft. Ja. Man darf auch nicht vergessen, bei solchen Fest den Herbert Zandt auch zu erwähnen. Also das war auch ein Schriftsteller, ein relativ früh verstorbener, 1970 verstorbener Schriftsteller, einen Kraus Intimus, der in der Gesellschaft gearbeitet hat. Und Kraus hat sich dann Zeit seines Lebens dafür eingesetzt, dass Zandts Werke irgendwie wieder wahrgenommen wurden. Damit ist er leider zwar glorreich gescheitert, trotz einer Wiederauflage im Europa-Verlag, aber das waren alles, also ich glaube auch, dass das so eine Konstellation im Literaturbetrieb Tätigen waren, das hat einfach auch so quasi sich so zusammengefügt auch, ja, und die Gesellschaft befeuert. Natürlich auf Otto Breicher müsste man dann natürlich, das wird glaube ich eh noch, also das ist dann so die Öffnung zur Moderne hin, die dann auch vollzogen wird. Wie ich ja erwähnt habe, war das bei Kraus, also die Avancierten, die sage ich jetzt mal, das, was Coleridge in Graz gemacht hat, das war nicht so die Kragenweite. Andererseits, ja, die Feierlichkeiten, glaube ich, 10 Jahre Manuskripte waren dann trotzdem wieder in Wien. Also es ist so, es ist durchaus ambivalent und durchaus reizvoll, diese Zeit der 60er, 70er Jahre. Ja. Wenn man jetzt nochmal zurückgeht zu dieser Anfangsszenerie, Kraus geht ins Ministerium und zeigt auf und hat eine Idee. Wie würdest du diese Idee umschreiben? Weil irgendwann viel später hat er dann diese 3 Säulen genannt als zentrale Ideen hinter der Gesellschaft für Literatur, also eine Bühne für die Gegenwartsliteratur zu bieten, die Emigrantinnen, Emigranten zurückzuholen, denen irgendwie wieder einen Ort in Wien zu geben und als drittes diesen Sprung quasi über den eisernen Vorhang drüber und diese Brücke zu den Intellektuellen dort zu schlagen. Das waren so diese 3 Dinge, die er viel später dann als seine zentralen Punkte genannt hat, aber was war das am Anfang? Womit könnte Kraus im Ministerium so einen Eindruck gemacht haben? Was war in seiner Agenda da, was dann zur Gesellschaft gepasst hat? In seiner Agenda? Naja, wie ich schon gemeint habe, auch dieses kulturpolitische Flaggschiff, also dieses K&K, diese Wien-Nostalgie eigentlich, also das hat alles so ein bisschen mit reingespielt und auch, also das war ja auch dieses Bild der Gesellschaft, so ein bisschen dieses Schwere, also diese Vorhänge, die es da damals gab, also es hat ja durchaus so eine Reminiszenz an dieses Reich, das da 1918 untergegangen ist, ja, und was natürlich schon auch, also er hatte einfach, und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, er hatte einfach auch erstens durch seine Tätigkeit als Literaturkritiker und auch als Verlagsmann hat er einfach auch schon ein Netzwerk aufgebaut mit Autorinnen und Autoren. Also ganz früh hat er auch schon quasi Thomas Bernhard auch gefördert. Also er hat ihn überhaupt, das müsste man sich nochmal genauer anschauen vielleicht, im Rahmen eines Projekts. Also er hat Bernhard auch ganz wesentlich zum Beispiel unterstützt, wenn es so um Kredite ging und so. Also er hat sich immer wieder so, ja, nicht angedient, aber er hat so die Unterstützung auch, so als seine Schulter war er dann immer wieder auch für Autorinnen und Autoren, ja. Ja, bei Bernhard war es ja so, dass er ihn auch sehr früh erkannt hat als wichtig. Der wurde ihm dann auch, das waren Verlagskontakte, und das ist ja so eine schöne Geschichte. Es gibt in der Gesellschaft so einige Grundmythen, die irgendwie immer genannt werden. Und einer davon ist eben, dass der Frost, dieser erste Roman von Thomas Bernhard, ja zum allerersten Mal hier in diesen Räumen im Wildcheck präsentiert worden ist im Rahmen einer Pressekonferenz. Aber das war halt auch schon 63 dann, also ein bisschen danach. Ja. Zum Selbstbild von Wolfgang Kraus. Er war ja, was heute, und wir haben vorher kurz drüber gesprochen, gar nicht mehr so bekannt ist, er war ja auch ein erfolgreicher Autor. Er hat ja Bücher geschrieben, hat einige Essays veröffentlicht in großen Verlagen, die dann auch in Taschenbuchausgaben ganz gute Auflagen gehabt haben.
Also er war Autor, er war dann Literaturkritiker, hat wirklich sehr viele Kritiken veröffentlicht in sehr vielen Zeitungen im ganzen deutschsprachigen Raum. Er war Verlagslektor, er war in diesem Literaturbetrieb dann genau die zentrale Gestalt, wie du ihn gerade beschrieben hast. Was war er denn von seinem Selbstbild her am ehesten? Wäre er am liebsten Autor gewesen oder wie würdest du ihn einschätzen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also das ist leider so eine Spur, die ein bisschen ins Nirgendwo führt, aber in der ersten Hälfte der 70er Jahre dürfte er einen Roman verfasst haben. Und der ist aber, also den wollte er irgendwie bei Residenz rausbringen und ich habe auch überall nachgefragt, weil das hätte mich natürlich unglaublich interessiert und ich habe das quasi so aus Briefen Dritte erschlossen. Da ging es um den Literaturbetrieb, das dürfte so eine gewisse autobiografische Angelegenheit gewesen sein. Das ist nicht mehr auffindbar. Also, und im Nachlass habe ich ihn auch nicht gefunden. So gesehen, leider führt das ins Leere, wie gesagt. Aber ich denke, dass dieses Zitat, das ich da vorgelesen habe, also das trifft es ganz gut. Ja? Also so ein Motor auch irgendwie für viele verschiedene Tätigkeiten im Betrieb und die aber alle quasi relativ geschickt, also man muss das ja auch mal schaffen, dass man alle diese Tätigkeiten ja so verbindet. Also das finde ich bemerkenswert auch an Krauss, ja, oder überhaupt an solchen Persönlichkeiten wie Krauss. Ja. Also so gesehen weiche ich dieser Frage jetzt so ein bisschen aus. Ja. Krauss wird sowieso den ganzen Abend lang immer wieder eine Rolle spielen, also vielleicht werden wir das dann ohnehin noch irgendwie ergründen. Noch eine Frage, fundierte Beantwortung, noch eine Frage an denjenigen, der wahrscheinlich den Nachlass sehr gut kennt von Krauss. Du hast sehr viele Briefe gelesen. Es gibt ja sehr umfangreiche Briefwechsel und es gibt einige sehr große Namen, die in diesen ersten Jahren in der Gesellschaft für Literatur quasi immer wieder eingeladen wurden. Mhm. Und gerade mit denen gibt es diese Briefwechsel. Das ist Canetti, das ist Sperber, das ist Cioran und so weiter, Erich Fried und so weiter. Ja, gibt sehr viele dieser Namen. Mit wem war denn Wolfgang Krauss über diesen ja, geschäftlichen Betrieb hinaus am engsten verbunden, würdest du sagen? Also soweit ich das beurteilen kann, war das schon auch Mannes Sperber. Also da gab es mit Sperber so eine richtige, irgendwie auch teilweise so ein bisschen eine Vater-Sohn-Beziehung, könnte man fast sagen. Also zumindest war er auch ein Mentor für Krauss und auch deswegen auch eminent wichtig, weil Sperber hatte ja, nachdem er wesentlich großer Name im Kalten Krieg war und eben auch im Exekutivkomitee des Kongress für kulturelle Freiheit saß und da auch so wesentliche Lenkungs- und auch monetäre Geldflüsse irgendwie so lenken konnte, war er dafür Krauss auch noch quasi auf dieser zweiten Ebene wichtig für diese Programmierung der großen Kongresse in den 1960er Jahren, die da stattfanden. Und was natürlich auch noch wesentlich zeugt von dieser Freundschaft, war, dass nach dem Tod Sperbers ja auch der Mannes Sperber Preis etabliert wurde, auch auf wesentliche Aktivität von Krauss hin. Ja. Also das war wirklich eine sehr, sehr enge Beziehung, die da zwischen Wien und Paris auch bestand. Ja. Zum Abschluss jetzt noch eine Frage, quasi eine Art Fazit auch. Du hast dich ja sehr mit seiner Arbeit beschäftigt, du hast aber auch immer diese Rezeption seiner Arbeit sehr genau im Blick gehabt, hast auch schon über die Kritik gesprochen, hast über die großen Errungenschaften gesprochen. Wenn man jetzt diese Richtungen, die ich vorher auch genannt habe, diese Immigration, die Ostkontakte und die Bühne für die Gegenwartsliteratur nimmt, diese drei großen Bereiche, die er selbst als seine zentralen sah, wo denkst du, war wirklich das Zentrale in seiner Arbeit zu finden? Das sind sehr schwierige Fragen, muss ich sagen. Ja, ja, wo war das zu finden? Ja. Vielleicht auch quasi, weil er so eine Persönlichkeit war. Also da gibt's, man stolpert ja dann auch zwangsläufig über so Anekdoten, wie zum Beispiel, dass er ganz offensichtlich, weil er auch dieses Arbeitspensum hatte pro Tag, ja, also ich kann mir das ja nur so ungefähr zusammenreimen, also in der Früh aufstehen, dann vielleicht eine Kritik schreiben und dann irgendwie in die Gesellschaft kommen und da schauen, dass er da irgendwie das Programm auch irgendwie mit beeinflusst. Und dann am Abend nach der Moderation
ist er meistens heimgegangen, war so die Pharma, über die ich da öfter gestolpert bin. Also er ist nie dann wirklich auch was trinken mitgegangen, so wie das irgendwie auch so ein bisschen der Usus ist. Also ein sehr disziplinierter Mensch auch, ja, also von seiner Persönlichkeit. Also das finde ich auch so das Reizvolle an ihm, oder das finde ich auch so ein bisschen das, ja, das Wesentliche, diese Essenz auch. Ja. Aber das hat jetzt, glaube ich, die Frage auch, ich weiche immer so ein bisschen aus. Ja. Ja, und das Anekdotische eher. Sind ja. Puzzlestücke. Ich merke übrigens, wir haben noch zwei Bilder, die du mitgebracht hast. Genau, bevor wir dich jetzt noch ganz da, kurz, genau. Also hier auch eben mit Mannes Sperber. Und ein letztes, das sind auch in, ich weiß nicht genau in welcher, aber auch in einer Österreich-Bibliothek zeigt. Also das ist so, ja, Anfang der 90er Jahre, würde ich sagen. Mhm. Ja, genau, danke. Ja, vielen Dank, Stefan Maurer. Danke dir. So, jetzt muss ich, da wir ja in einer besonderen Zeit leben, schnell den Tisch desinfizieren. Und dann darf ich Reinhard Urbach bitte auf die Bühne bitten. Ja, willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich gehe gleich weiter, damit wir Reinhard Urbach hier auch sehen. In den frühen 70er Jahren, um 1970, in der Zeit, in der er hier in der Gesellschaft gearbeitet hat. Reinhard Urbach ist in Weimar geboren, lebt seit 1964 in Wien und hat Germanistik studiert, hat Geschichte studiert, Kunstgeschichte, Theaterwissenschaft studiert. Er hat dann seine Promotion zu Arthur Schnitzler geschrieben und hat sich promoviert mit dieser Arbeit, ist seither, denke ich, einer der ganz zentralen Schnitzler-Forscher in der Germanistik überhaupt, kann man, glaube ich, so sagen, auch Herausgeber. Also Schnitzler ist so sein großes, zentrales Thema, aber auch nur eines von vielen. Es gibt eine ganze Reihe von Tätigkeiten, die ich jetzt aufzählen werde. Darum schaue ich immer wieder auf mein Blatt Papier. 1968 bis 1975 eben hier als auch stellvertretender Leiter der Literaturgesellschaft. Von 1975 bis 1979 war er dann im Literaturreferat in der Kulturabteilung der Stadt Wien. Und von dort aus hat er die Alte Schmiede gegründet, hat dann das literarische Quartier in der Alten Schmiede auch geleitet am Anfang, ist dann ans Burgtheater gerufen worden, war dort Dramaturg, ab 1979 bis 1986 Chefdramaturg am Burgtheater. Ab 1986 dann künstlerischer Leiter des Theaters der Jugend, von 1988 bis 2002 Direktor des Theaters der Jugend. Also eine unglaubliche Biografie eigentlich, was diese österreichische Nachkriegsinstitutionengeschichte betrifft. Daneben Lehraufträge an diversesten Universitäten, zahlreiche Auszeichnungen, zahlreiche Publikationen, die ich jetzt, verzeihen Sie, nicht alle aufzählen werde. Ich habe den Schnitzler genannt, ich glaube, das ist auch Ihnen vielleicht das Zentrale. Reinhard Urbach war seit 1964 in Wien, wie gesagt. Sie haben von Anfang an, haben Sie einmal erzählt, die Literaturgesellschaft auch wahrgenommen, waren hier zu Gast. Wie kamen Sie in Kontakt mit Wolfgang Kraus? Ja, vielleicht darf ich aber vorher noch etwas Ergänzendes sagen zu dem, was Sie vorhin mit Herrn Maurer besprochen haben. Was sollte die Literaturgesellschaft sein? Und da gibt es, glaube ich, ein Zitat, das er, oder einen Satz, den er selber gesagt hat: ein zentraler Ort für die Literatur. Also nichts Verstreutes, einmal hier, einmal dort. Es gab Buchhandlungen, die Buchhandlung Berger, die hat einmal, die, oder die Buchhandlung Herzog, die es nicht mehr gibt. Die haben Lesungen gemacht und das war sporadisch und eher der Werbung für die Literatur, für die Buchhandlung gedacht, als Werbung für die Buchhandlung gedacht. Und er wollte das zentral versammeln und
hier einen Ort etablieren, auf den man zugehen konnte, wenn man etwas über die österreichische Literatur erfahren wollte. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende. Und ich bin seit 64, wie gesagt, immer wieder, oder seit Ende 64 immer wieder in die Gesellschaft gegangen und habe mir das als Berufswunsch vorgestellt, hier auch mit tätig zu sein. Ich habe meine Dissertation geschrieben, keine Einkünfte gehabt, musste in einer Werbegesellschaft arbeiten und habe versucht, hier Fuß zu fassen. Das lief nicht über Wolfgang Kraus, sondern über Herbert Zandt. Ich kann mir vorstellen, dass ich hier angefragt habe, ob es eine Möglichkeit gibt, mitzuarbeiten, und wurde an Zandt verwiesen. Was ich, wie ich glaube, ein sehr glücklicher Umstand war, denn mit Zandt konnte man sich sehr gut verstehen. Er war ein sehr jovialer, würde ich mal sagen, ein sehr zugänglicher, ein sehr intimer Mensch, ein sehr sachlicher und leiser Mensch. Also ich habe ihn sehr geschätzt und er hat mir eben diesen Weg auch geebnet. Das war damals ein Stufenvorgang. Ich wurde sozusagen ausprobiert und habe 1967 einen Vortrag in dem Forum der Jugend an diesem Platz gehalten. Über das Forum der Jugend muss man, glaube ich, nicht viel sagen, oder es wurde auch schon viel hier gesagt. Ich weiß gar nicht, wie lange es das gegeben hat. Jedenfalls gab es das seit 1961, dass man unter der Leitung von Kurt Benisch beziehungsweise eines Gymnasiallehrers, der die Themen mitbestimmt hat, aber Benisch hat das dann organisiert, gab es dieses Forum für Gymnasiasten, das, wie ich glaube, sehr erfolgreich war und mit großen Namen aufgewartet hat. Da waren alle da, auch für die Jugendlichen. Und das finde ich ganz spannend und interessant, dass sie nicht darauf Wert legten, sie wollten dann das vor dem großen Publikum, vor den Erwachsenen sprechen, sondern eben auch gerade vor den Jugendlichen. Und da wurde ich 67 ausprobiert mit einem Vortrag: Wie frivol ist Arthur Schnitzler? Es war damals ein brisantes Thema, weil man Schnitzler abgewertet hatte und in die Ecke des eben der Skandale und der sexuellen Ausschweifungen gerückt hatte. Ich habe versucht, das ein bisschen gerade zu rücken. Und das hat offenbar gefallen. Und Zandt hat sich dann für mich eingesetzt. Er selber zog sich immer mehr aus der Gesellschaft aus Krankheitsgründen. Er war ja sehr schwer kriegsverwundet, zurück. Und ich trat dann langsam an seine Stelle. Das war eben dann mit Jänner 68. Und ich war dann von 68 bis 75 hier in der Gesellschaft. Wolfgang Kraus war für mich so eine väterliche Figur, obwohl er gar nicht so viel älter war, aber doch eine Autorität. Ich habe ihn sehr respektiert. Er kam zuerst auf mich zu mit einem Band in der Hand und hat mir den geschenkt, die dritte Auflage der fünfte Stand, in dem er die Intellektuellen so hervorgehoben hat. Also er war jovial, sagen wir das so. Und er hat mir, und das ist eigentlich für ihn sehr symptomatisch, auch für seinen Charakter und für sein Durchsetzungsvermögen, einen Rat mit auf den Weg gegeben. Denn später kam ich so wie er oder an seiner Stadt sogar zu Juries, dass man zu Juries eingeladen wurde, über Literaturpreise zu befinden. Und er gab mir den Rat mit auf den Weg: Wenn man in eine Jury berufen wird, dann setzt man sich durch. Also man hat einen Kandidaten und der ist gefälligst dann der Preisträger, denn sonst hat es keinen Sinn, dass man in dieser Jury ist. Und das macht eigentlich schon das spricht schon für ihn oder für seinen Charakter, für sein Durchsetzungsvermögen. Das hat er ja immer wieder bewiesen. Ja.
als Sie hier ankamen. Was waren denn Ihre Arbeitsbereiche? So, Zand hat sich ja vor allem um Autorenkontakte gekümmert. Es gibt eine ganze Reihe von Ordnern, wo junge Autorinnen, Autoren Texte geschickt haben, die dann von Zand auch durchgesehen wurden. War das in der Kategorie Ihre Tätigkeit am Anfang? Nein, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass Manuskripte zugeschickt worden sind. Das war da schon nicht mehr aktuell. Es wurden Buchpräsentationen gemacht und nicht Manuskripte vorgelesen von unbekannten Autoren. Das haben dann die Manuskripte in Graz übernommen oder die Zeitschriftworte in der Zeit zum Beispiel. Also Lektorat in diesem Sinne habe ich nicht machen müssen. Mich hat hauptsächlich, das war ja meine Herkunft, die Germanistik interessiert, die Auslandsgermanistik. Und da haben sich auch große Freundschaften entwickelt aus dieser Zeit mit Hans Politzer zum Beispiel oder mit Egon Schwarz, die hier zum ersten Mal gelesen haben, Politzer schon vor meiner Zeit, aber das wurden dann sehr intensive, lebenslange Freundschaften. Und ich habe mich eigentlich hauptsächlich um die Germanisten gekümmert und dann über die Bücher des Residenz, um die Bücher des Residenzverlages. Das war der entscheidende Verlag in dieser Zeit. Wolfgang Schaffler war ein unglaublich betriebsamer, umtriebiger Mensch, der seine Bücher durchgesetzt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass er eben auch, vorhin war immer wieder die Rede vom konservativen, von der konservativen Einstellung von Wolfgang Kraus, der mit der Moderne nicht so viel zu tun hatte. Dann kam aber Dr. Max Bernhard, Handke hat hier zum ersten Mal gelesen. Das lag nicht daran, dass Wolfgang Kraus sich für diese Literatur so sehr interessiert hätte, sondern das war die Kraft, die durchdringende Überredungskunst von Wolfgang Schaffler, der einen jungen Verlag in Salzburg etabliert hat, der zunächst einen Skiführer gemacht hat und dann auf moderne Literatur umgestiegen ist, weil die auch subventionierbar war. Und hat dann die moderne österreichische Literatur ins Leben verlegt. Dazu gehörte eben Bernhard, dazu gehörte Handke mit seinem ersten Buch und Barbara Frischmuth und wie sie alle heißen. Also das ging dann eigentlich automatisch so vor, dass man die Buchpräsentationen hier gemacht hat, also die Bücher hier vorgestellt hat. Und das war die Aufgabe, die ich auch hatte. Ich kann vielleicht auch noch von meiner ersten Pleite erzählen. Wir hatten eine Dame, die, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann sie kam, aber sie muss am Anfang schon der Zeit, in der ich da war, gekommen sein. Minky Merkens, eine Dame der Gesellschaft, die sich als Witwe unbeschäftigt vorkam und hierher kam und sich angeboten hat, Bürodienst zu übernehmen. Und sie saß dann im Vorzimmer, hat geschrieben, hat unsere Briefe geschrieben. Am Anfang musste ich sie noch selber schreiben und dann hat sie das übernommen. Und dazu gehörte auch eine Einladung an Victor Lange, ein Emigrant, der in Princeton lebte, arbeitete und lehrte, der in der Münchner Goethe-Ausgabe einige Bände betreut hat, ein großer Goethe-Forscher, den ich sehr geschätzt habe und wo ich den Wolfgang Kraus versucht habe zu überreden, laden wir doch den Victor Lange einmal ein. Und wir hatten noch einen Anlass. 1966 hat Victor Lange in Princeton die berühmte Tagung der Gruppe 47 organisiert, wo dann auch Handke seine berühmte Antirede gehalten hat. Also Victor Lange war eine Figur, wo ich mir dachte, den sollte man hier in Wien nochmal präsentieren. Er war nie da. Und der Brief ging weg, aber es kam keine Antwort. Und der Termin, den wir ihm vorgeschlagen hatten, nämlich Februar 68, verstrich. Und dann kam ein Brief von Lange mit dem Kuvert unseres Briefes. Und den hatte die Frau Merkens, weil sie eben einfach noch nicht genug Bescheid wusste, normal mit einer Auslandsmarke frankiert. Und er hat 6 Wochen gebraucht, bis er ankam. Also solche Kleinigkeiten gab es, solche Geschichten gab es auch. Ich muss vielleicht, was mir wichtig ist zu sagen, ist, die Gesellschaftsliteratur bestand aus 3 Teilen. Das war einmal, wenn man hereinkommt, Sie kennen es alle, ging man weiter, wenn die Tür nicht verschlossen war, ins Sekretariat hier hinein zur Frau Brunold. Die war die zentrale Figur, sie war immer da. Man kann ohne sie sich die Gesellschaft nicht vorstellen. Sie hat eigentlich die
Geschäfte geführt. Nicht nur, also das, nicht nur das Finanzielle, sondern sie war eine überlegene Leiterin, Büroleiterin. Das war die eine Abteilung. Da ging man in der Früh zu ihr an den Schreibtisch und trank seinen Kaffee und dann ging man in seinen Arbeitsbereich. Das war dieser, wo nicht nur ich saß, sondern auch Kurt Benesch, der ein oder, ich kann mich nicht mehr erinnern, ein oder zweimal in der Woche hier die kleine Aufgabe der Organisation des Forums der Jugend gemacht hat und der ein großer Spaßvogel war und mit dem man sehr gut reden konnte und der ein sehr lieber Freund geworden ist. Und in der anderen Abteilung nach hinten hinein saß Otto Breicher und Gerhard Fritsch. Die haben Wort in der Zeit gemacht, oder einer von, also Fritsch hat Wort in der Zeit gemacht, und da kam man gar nicht hin. Ich glaube, ich war in meinem Leben ein oder zweimal dort drüben. Das waren abgetrennte Bereiche. Mhm. Und Benesch, wie gesagt, ein Lästermaul, hat Stielblüten gesammelt. Und wir haben uns zerkugelt über die Stielblüten, die er dann immer wieder brachte. Die bestanden aus Teilen, der sehr schnell und sehr rasch und deshalb auch verzeihlich, manchmal verquer, die Kritiken, die Otto Breicher im Kurier veröffentlicht hat über die bildende Kunst Österreichs oder über Zitate von Wolfgang Kraus oder, was ganz besonders komisch war, über kleine Zitat, kleine Aussprüche vom Victor Suchy, der die Dokumentationsstelle für neue Literatur gegründet hatte. Sehr komische Sachen. Also es zum Beispiel gab es ein Interview mit Canetti, das Suchy mit den Worten begann: Nicht wahr, Herr Canetti, Sie sind der Bedenker des Todes. Also Dinge, die uns zum Lachen brachten. Ich bin nicht so töricht, dass ich glaube, dass er nicht auch über mich gelacht hat, wenn ich nicht dabei war, oder über meine Stielblüten. Auf jeden Fall war das eine Abteilung, aber eben, das war nur einmal in der Woche, dass er da war. Das heißt aber auch, es gab so getrennte Bereiche. Mit Breicher habe ich kaum Kontakt gehabt. Er hat auf der Pavlatschen, das konnte ich dann immer sehen, wenn er unsere Gäste fotografiert hat. Dann hat er sehr viel eben bildende Kunst gemacht und sehr viel publiziert, ungeheuer viel publiziert. Und es ist auch sein großes Verdienst. Aber wirkliche Kontakte haben wir gar nicht miteinander gehabt. Wir haben kaum miteinander gesprochen. Bis zum Ende der 60er Jahre, nein, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, wann es erschienen ist. Also er hat mit dem Gerhard Fritsch zusammen Finale und Auftakt herausgegeben, ein Sammelband und dann Aufforderung zum Misstrauen. Und den dritten dieser Reihe, die bei Schaffler im Residenzverlag erschienen sind, war dann Österreich zum Beispiel. Da hat er mich eingeladen, weil Fritsch ja gestorben war, den literarischen Teil zu machen. Er hat die bildende Kunst gemacht. Also das war eigentlich die einzige Zusammenarbeit mit Breicher, den ich aber doch sehr hauptsächlich auch als Fotografen geschätzt habe. Mhm. Ja. Ich habe jetzt noch ein paar Bilder hier zu bestimmten Themen auch, die mich auch interessieren würden im Zusammenhang mit Ihnen. Sie sind 1968 hierher gekommen in die Gesellschaft und eigentlich in dem Jahr, aus dem ein anderer dieser großen Mythen der Gesellschaft kommt, nämlich der Prager Frühling und das, was die Gesellschaft da gemacht hat. Ich habe jetzt stellvertretend den Eduard Goldstücker hier, den Sie sicher auch damals kennengelernt haben, nehme ich an. Er war ja auch einer von denen, die dann im Zuge dieses Prager Frühlings nach Wien gekommen sind. Wie haben Sie das erlebt? Waren Sie da involviert in diese Hilfeleistungen, die es da gab? Ja, es gab vom Ministerium eine finanzielle Zusage, dass wir den Schriftstellern, die nach Wien kamen und sich bei uns gemeldet haben, 3.000 Schilling in die Hand drücken konnten. Das war damals sehr viel Geld, ungefähr so viel, wie ich im Monat verdient habe. Und wir hatten einen rund um die Uhr Dienst, also nicht ganz rund um die Uhr, aber bis Mitternacht. Und eines Mitternachts, also tatsächlich um 12, klingelt es.
Und Eduard Goldstücker steht vor der Tür mit einem kleinen Köfferchen. Ich muss weinen, entschuldige. Das hat mich so berührt damals. Und ich habe ihm eben noch ein Quartier, ich glaube im Hotel Wandel, besorgt in der Nacht und ihm diese 3000 Schilling gegeben. Das war das Einzige, was er hatte. Er fuhr dann weiter nach England, wo er dann in Südengland eine Professur noch übernommen hat. Ja, das sind Erlebnisse dieser Art. Ich kann nicht bestätigen, was Sie schon einmal gefragt haben, dass wir hier ein Nachtquartier hatten. Das war, glaube ich, war nicht der Fall, aber wir hatten wir waren vorhanden. Nicht? Wir waren eine Anlaufstelle, die von den Emigranten, von den Flüchtlingen doch sehr beansprucht wurde. Ja. Sie haben dann verschiedene andere Aufgabenbereiche gehabt in den darauffolgenden Jahren, waren zuständig für die Büchersendungen nach Osteuropa, vor allem in die DDR, in viele andere. Da war ich nicht zuständig. Das war dann lieber eher der Hans Haider, der das gemacht hat. Ich weiß es nicht, ob das wahr ist, aber ich glaube es. Also damit hatte ich wenig zu tun. Okay. Also ich habe zum Beispiel mit dieser ganzen, das ist vielleicht schon interessant, dass ich die Aktionen oder Aktivitäten, die über dieses Komitee für kulturelle Freiheit gemacht worden sind, nicht, war ich nicht informiert. Also Wolfgang Kraus oder auch Frau Brunner, die das genau wusste natürlich, hat darüber nie gesprochen. Ich habe davon nur erfahren, dass auf einmal hier Bücher standen von Solzhenitsyn, die verschickt worden sind. Habe mich gewundert, das hat mich aber nicht weiter, ich habe das gut gefunden. Ich habe nicht darüber nachgedacht, wo das Geld herkommt, mit dem diese Bücher angeschafft wurden. Also insofern war ich damit nicht vertraut. Das heißt, vielleicht ist auch das wieder charakteristisch für den Betrieb, dass diese Dinge nur zwischen Wolfgang Kraus und der Hella Bornhold verhandelt wurden. Und wie weit Hans Haider damit zu tun hatte, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube ja, aber ich weiß, das wird er ja selber dann sagen. Das habe ich also nicht gemacht. Ein anderer Bereich, in dem Sie sehr aktiv waren, sind die Emigranten, die Autorinnen, Autoren, die nach Wien kamen, eingeladen wurden. Mit Canetti verband Sie ja, glaube ich, auch eine Freundschaft richtig gehend. Es ist schwer zu sagen. Mit Canetti befreundet zu sein, heißt, dass er den Eindruck erweckt, man sei mit ihm befreundet. Ich weiß nicht, was er in seinen Tagen. Es gibt mindestens zwei Canettis. Der eine ist der im täglichen Umgang, wo er immer sehr freundschaftlich war. Und der andere Teil ist, was in seinen Tagebüchern steht. Und das weiß man noch nicht. Also da bin ich nicht so sicher. Aber er hat mir gegenüber oder uns gegenüber, meiner Familie gegenüber, immer einen sehr freundschaftlichen Eindruck gemacht. Und das hat damit zu tun, dass er ein unglaubliches Gedächtnis hatte. Er wusste Dinge über Jahre hinweg, die man selbst vergessen hatte und auf die er dann immer wieder zurückkam. Und das hat einen großen Eindruck gemacht. Also ich war eine Zeit lang wirklich der Meinung, das ist der Mensch, mit dem ich den besten, außer meiner Familie, mit dem ich den besten Kontakt hatte. Ich bin 1900, also noch vor der Gesellschaft für Literatur, ich glaube 67 war das, in London gewesen. Ich hatte einen kleinen Aufsatz geschrieben über die Befristeten, der hat ihm offenbar gefallen. Also ich hatte ihm geschrieben, ich komme nach London, ich möchte ihn gerne besuchen. Ich kannte ihn ja nur aus seinen Werken. Er hat dem zugestimmt, hat gesagt, zu einem bestimmten Zeitpunkt soll ich anrufen, dann hebt er ab, sonst hebt er nicht ab. Das ging auch und ich kam zu ihm und er hat mich erst einmal auf Herz und Nieren geprüft und gleichzeitig dazu, was ich über sein Werk weiß, und gleichzeitig dazu gesagt, dass er vor ein paar Tagen Horst Binek, der mit einem Fernsehteam vom Westdeutschen Rundfunk oder mit einem Radioteam nach London gekommen sei, den hat er rausgeschmissen, weil er eben nicht einmal die Blendung gelesen hatte. Also solche Dinge waren ihm schon wichtig, dass man seine Sachen kennt. Und da ich mich da offenbar
ja, da ich bestanden habe sozusagen, begann eine gute Beziehung. Eine erst einmal briefliche und dann in der Gesellschaft für Literatur sowieso. Wir haben dann hier in der Gesellschaft die große Lesung im Mozartsaal organisiert. Er wollte unbedingt in dem Saal lesen, in dem Karl Kraus gelesen hat, was er immer wieder besucht hatte oder alle besucht hatte. Und das haben wir ihm damals ermöglicht. Mhm. Und die anderen Lesungen in der Gesellschaft waren ja bekannt. Er war ja vorher schon hier. Mhm. Mhm. Vielleicht darf ich eine kleine Geschichte erzählen, die auch vielleicht typisch für Wolfgang Kraus war. Wolfgang Kraus hat sich nicht nur für die Leute, die er mochte oder mit denen er in Kontakt war, eingesetzt, sehr eingesetzt, wir haben es ja auch schon gehört. Er hat sich aber auch verpflichtet, sich für ihn einzusetzen. Das sah dann so aus, dass in der ersten Auflage oder im Klappentext von dem fünften Stand, seinem ersten Buch, da musste dann der Sperber was schreiben und da musste der Canetti was schreiben. Also das war, die wurden dazu verpflichtet und das war dann eigentlich sehr interessant, wie sie sich herausgewunden haben. Also Sperber schrieb, dieses Buch wird man noch viele Jahre lesen. Und Canetti schrieb, damit ist etwas sehr Nützliches unternommen worden. Also sehr verlegene Sätze. Das war schon lustig und wir haben uns darüber auch amüsiert. Und dann kam eine Geschichte, die Canetti nicht so gern gehabt hat. Es kam eine junge Dame in die Gesellschaft für Literatur aus der Türkei, die hier studiert hat, erst Weihnachtsseminar und dann Theaterwissenschaft und später über das türkische Theater bei der Marke Dietrich promoviert wurde. Die ein Buch geschrieben hat über ihre Jugend in der Türkei, das dann auch vom Europa Verlag, also in der Ägide von Wolfgang Kraus im Europa Verlag, wie auch noch ein zweites Cercle d'Orient, veröffentlicht wurde. Diese Dame hieß Diana Canetti, also mit K und N und T, Canetti. Sephardische, türkische Juden, und Wolfgang Kraus veröffentlichte diese beiden Bücher unter dem Namen Diana Canetti. Und das hat dem Canetti nicht wirklich gefallen. Also da gab es Konflikte, die man sicher in den, vielleicht weiß der Herr Maurer oder mehr, aber die in den Briefwechseln, im Briefwechsel dann sicherlich auch vorkommen. Also Canetti hat sich etwas distanziert von der Gesellschaft und von Wolfgang Kraus und von uns, bis zu dem Moment, also bis zu dem Zeitpunkt, wo Wolfgang Kraus die junge Dame Canetti vorgestellt hat und Canetti sehr beeinflusst von, also sehr erotisch beeinflussbar, hat dann akzeptiert, dass sie unter seinem Namen publiziert hat. Also solche Dinge gab es auch. Einige der langjährigen Freunde der Literaturgesellschaft, einige unserer wichtigsten Gäste sind fest mit ihrem Namen verknüpft. Einen möchte ich noch jetzt nennen und zeigen, Egon Schwarz. Er kam ja nur über Sie hierher, er wollte ja gar nicht nach Österreich kommen ursprünglich, aber Sie waren in St. Louis an seiner Universität damals ein halbes Jahr lang und haben ihn überredet, dass er herkommt. Ja, damit haben Sie schon alles gesagt. Also ich muss das vielleicht, das war 1970, dass ich ein halbes Jahr hier Urlaub genommen habe und nach Amerika gegangen bin, weil ein Josef Roth-Forscher, David Bronson, ein Sabbatical hatte und das er auch zum großen Teil hier in Wien verbracht hat. Und er hat auch in der Gesellschaft gelesen, ein guter Freund geworden, hat über die erste große Biografie, ich glaube bisher auch die einzige, über Josef Roth geschrieben. Dieses Jahr, das also seines Sabbaticals bedeutete, dass die Washington University in St. Louis zwei Gastprofessoren oder Gastdozenten einladen konnte auf,
innerhalb dieses Sabbaticals, also für dieses Geld, das man da zur Verfügung dann hatte. Und das war im ersten halben Jahr ein Freund von mir aus Frankfurt, Norbert Altenhofer, leider viel zu früh verstorben, ein großer Germanist, der dort ein halbes Jahr war und für das zweite halbe Jahr mich empfohlen hat. Dem Wolfgang Schwarz, der Leiter der Abteilung war. Egon Schwarz. Egon Schwarz, Entschuldigung. Und da der Egon Schwarz nicht auf ein Urteil vertrauen wollte, hatte dann den David Bronson gefragt, der inzwischen in Wien war und mit dem ich Kontakt hatte. Und der hat das dann bestätigt, dass es einen Sinn macht, wenn ich dann nach St. Louis komme. Das ist dann auch geschehen. Und ich war ein halbes Jahr hier. In dem halben Jahr wurde ich hier von Hans Rochelt, der noch viel zu wenig bekannt, also viel zu wenig hier gewürdigt wird, weil ich weiß auch nicht, was er in diesem halben Jahr hier gemacht hat. Er war ein sehr bedächtiger Musikkritiker, ein sehr sympathischer Mensch, der auch mit Thomas Bernhard befreundet war und der ein halbes Jahr mich hier vertreten hat. In St. Louis war es selbstverständlich, dass man immer mit der Abteilung zu tun hatte. Also jeden Samstag wurde rundum eingeladen, man lebte so in einem völlig abgeschlossenen Kreis, hatte kaum Beziehungen zu anderen Fakultäten oder zu anderen Bevölkerungsgruppen. Es war so, man kochte so im eigenen Saft, okay. Aber es entwickelte sich daraus natürlich auch eine private Beziehung. Und ich habe dann Egon Schwarz gebeten, nach Wien zu kommen. Er wollte das erst nicht, er hat es aber dann doch getan. Er wollte eben nicht mehr zurück, hat es dann doch getan, weil er ja auch in Deutschland schon immer wieder war, eine Frau aus Deutschland geheiratet hatte, deren Verwandte und deren Freunde er auch mit ihr zusammen immer wieder besucht hat. Warum also nicht nach Wien zu kommen? Und das hat er dann auch getan. Er hat einen Vortrag über Rilke gehalten, das verschluckte Schluchzen. So wurde dann auch ein Buch über Rilke getitelt, das ist ein Zitat von Rilke. Ja, mehr kann ich nicht sagen, außer dass er dann immer wieder gekommen ist. Und was ich ihm natürlich hoch anrechne, ist, dass er immer wieder gesagt hat, ich sei schuld, dass er nach Wien gekommen ist. Eine sehr ehrenvolle Geschichte. Ja, vielen, vielen Dank, Reinhard Urbach. Wir werden ja im Mai noch eine Veranstaltung machen mit dem Thema des Umfelds der Literaturgesellschaft. Da geht es dann auch um die alte Schmiede und da wird auch Kurt Neumann dann bei uns zu Gast sein und wir werden das Gespräch fortsetzen. An dem Punkt, wo Sie die Gesellschaft verlassen, weil da geht es ja dann weiter mit den Verbindungen und interessanten Themen. Vielen Dank. Danke. So, ich werde nochmal abwischen und dann bitte ich Ursula Ebel. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Ursula Ebel wir werden dann eine kleine Pause machen. In Corona-Zeiten darf man ja keine Pausen machen, die Pausen genannt werden sollten, aber wir werden zumindest ein paar Minuten Ruhe geben und dann kann man sich ein bisschen die Beine vertreten. Danach geht es weiter. Ursula Ebel wird dann moderieren. Jetzt werden wir aber im Schnelldurchlauf sozusagen ein paar dieser Namen, die heute schon gefallen sind, zumindest zeigen, also die Fotos, die wir hier haben, und ein paar Worte verlieren über andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gleich vorweg, es sind bei weitem nicht alle. Also nicht nur der Herr Rochelt kommt nicht vor, weil wir auch kein Bild von ihm haben und wenig von ihm wissen. Aber es gibt eine ganze Reihe von anderen, die ein bisschen zu kurz kommen, was uns klar ist. Aber die Zeit ist nicht so lang, wie wir sie gerne hätten. Daher eine Auswahl. Ursula beginnt. Schönen guten Abend. Wie gesagt, eine kleine Auswahl jetzt von zentralen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, von frühen Mitarbeiterinnen. Einige wurden dankenswerterweise auch schon erwähnt und gerade Hella Bronnold ist natürlich eine ganz zentrale Figur
für die Literaturgesellschaft. Sie hat 1962 bereits hier begonnen, war von Anfang an mit dabei und war tätig hier bis ins Jahr 1984, bis zu ihrer Pensionierung. Sie war, wie schon erwähnt wurde, praktisch Büroleitung, Sekretariat, Sekretärin und hatte vor allem auch den gesamten Überblick, was das Budget und die Finanzen anbelangt hat. In zahlreichen Briefen, in Gesprächen mit Zeitzeugen, Zeitzeuginnen wird sie stets als entweder der gute Geist der Gesellschaft bezeichnet oder auch als eine engelhafte Figur. Also es muss eine sehr eindrückliche Persönlichkeit gewesen sein und vor allem pflegte sie mit vielen Personen einen sehr intimen, privaten, persönlichen Austausch, also gerade für Gäste aus dem Ausland, war sie eben auch eine ganz zentrale Figur, die eben auch oft zu einer Vertrauten auf einem in gewisser Weise fremden Territorium gewesen ist. Zudem verfügte sie über eine Kompetenz, die sie in gewisser Weise unter anderem Kraus voraus hatte, und zwar sprach sie ausgezeichnet Englisch. Sie war in der Zeit nach 1945 war sie Dolmetscherin, und zwar bei den Alliierten den USA, also den Alliierten aus den USA, und somit hatte sie da ausgezeichnete Kompetenzen sich angeeignet und die nutzte sie auch hier in der Literaturgesellschaft. Und immer wieder gibt es Briefe, also Kraus hat vor allem auf Deutsch seine Briefe verfasst, und wenn es dann Nachfragen gab, hat eben Hella Bronald die Übersetzungen besorgt oder eben auch auf Englisch korrespondiert. Man kann durchaus davon ausgehen, dass sie als engste Vertraute auch von Kraus durchaus auch die Geschäfte, wenn er nicht da war, alleine führen konnte. Und ein besonderes Steckenpferd waren natürlich auch eben diese persönlichen Verbindungen, die ich schon erwähnt habe. Da gibt es zahlreiche Briefe, die darauf schließen lassen. Wir haben jetzt nur einen ausgewählt, den ich kurz erwähnen möchte, und zwar ein Brief an Thomas Bernhard. Es wurde schon vorhin erwähnt, auch diese Geschichte mit diesen Finanzierungen, Zwischenfinanzierungen. Da musste ja ein teurer Bauernhof gekauft werden und da hat die Literaturgesellschaft ab und zu so kleine Darlehen auch gegeben, und dann gab es ganz freundschaftliche Reaktionen auch von Thomas Bernhard, wo er dann um einen Gugelhupf bittet zum Beispiel und sich eben auf so eine Jause freut. Und da haben wir jetzt eben einen Brief, den ich kurz zitieren möchte, aus dem Jahr 73. Lieber Herr Bernhard, ich täte Sie so gern einmal in Ohlsdorf überfallen, aber auch heuer ist es mir nicht ausgegangen. Nun bin ich leider vom Urlaub zurück und muss die Einladungen vorbereiten. Vor dem Urlaub war so ein Trubel, dass ich unsere Vereinbarung nicht mehr schriftlich festgehalten habe. Und nun sitze ich in der Tinte. Seien Sie ein Engel und schicken Sie mir ein Telegramm, ob Sie, Hand aufs Herz, am 18. Oktober bei uns lesen wollen. Mir geht's wie dem Grafen Bobby, diese schreckliche Ungewissheit. Mit schrecklichen Grüßen, mit herzlichen Wünschen, Ihre Hella Bronald. Das Schreiben liegt vor und Thomas Bernhard hat eben dieser Lesung zugesagt. Wie gesagt, war Hella Bronald bis zu ihrer Pensionierung 84 hier beschäftigt, und man kann sicher sagen, dass die Literaturgesellschaft ohne sie in der Form, wie sie bestand, nicht denkbar gewesen wäre. Jetzt zu zwei Mitarbeitern, die eigentlich keine Mitarbeiter im eigentlichen Sinn waren, weil sie nicht angestellt waren in der Gesellschaft für Literatur, aber trotzdem eine bedeutende Rolle gespielt haben. Der erste ist Herbert Zandt, der eine sehr bedeutende Rolle gespielt hat, der auch wie eine Art von Stellvertreter von Kraus zeitweise auftrat, der Kraus sehr gut kannte und daher von diesem auch viele wichtige Aufgaben übertragen bekommen hat. Herbert Zandt, Entschuldigung, ist in der Steiermark geboren, in der Nähe von Bad Aussee, war dann im Zweiten Weltkrieg, wurde dort schwer verletzt, wie Reinhard Urbach schon gesagt hat, hat an diesen schweren Verwundungen dann eigentlich sein Leben lang laboriert, hat seit 1954 in Wien gelebt, war Verlagslektor, hat beim ORF auch gearbeitet und diverse andere Dinge in dieser Literaturszene praktisch gemacht. 1953 sind zwei Bücher von ihm erschienen. Das eine war ein Gedichtband mit dem Titel Die Glaskugel, das andere ein autobiografischer Roman mit dem Titel Letzte Ausfahrt. Und diese beiden Bücher haben Zandt bekannt gemacht und er hatte dann einen wirklich guten Namen in der österreichischen Literatur dieser Zeit. Er hat auch übersetzt, hat unter anderem Henry Miller übersetzt, auch Lawrence Durrell übersetzt, also aus dem Englischen,
Und ab 1961, also von Beginn an, war er Mitarbeiter der Österreichischen Gesellschaft für Literatur, wenngleich wir keine Unterlagen steuerlicher Natur gefunden haben. Also ob er jemals angestellt war, konnten wir noch nicht feststellen. Er hat bis zu seinem Tod dann hier gearbeitet, wurde auch von Reinhard Urbach schon erwähnt. Nach seinem Tod hat Wolfgang Kraus versucht, sein Andenken hochzuhalten, seine Literatur weiter zu verbreiten. Und unter anderem hat er im Europa Verlag eine Gesamtausgabe von Herbert Zandt betrieben, die auch nicht dazu geführt hat, dass er heute sehr bekannt ist, aber vielleicht kommt das noch einmal. Bekannter ist ein anderer, der auch hier in diesen Räumen immer wieder ein- und ausging, ein gutes Verhältnis zu Wolfgang Kraus hatte und ebenfalls nicht angestellt in der Gesellschaft für Literatur war. Bei ihm ist das sicher. Die Gesellschaft war ja, wie Reinhard Urbach schon gesagt hat, eben damals nicht so groß wie heute. Groß sind wir immer noch nicht. Das ist irgendwie eh nur eine Wohnung hier. Aber dieser Raum, in dem man noch gehen kann, nach hinten, der war ja in den Anfängen vermietet an den Stjasny Verlag und an Wort in der Zeit. Und Gerhard Fritsch als der Mitherausgeber von Wort in der Zeit hatte da hinten sein Büro. Das heißt, es war abgetrennt von der Gesellschaft, aber doch nicht abgetrennt von der Gesellschaft. Und er hat zu Wolfgang Kraus, wie gesagt, ein gutes Verhältnis gehabt. Ist in Wien geboren, war dann ebenfalls im Zweiten Weltkrieg in Norwegen, Finnland und Russland und geriet dann 1945 in Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Rückkehr hat er Gedichte und hat er zunächst studiert, Germanistik und Geschichte, war dann Gymnasiallehrer, er war Redakteur, er war Bibliothekar bei der Wiener Städtischen Bücherei und ab 1959 war er Redakteur bei Wort in der Zeit. Er hat als Mitherausgeber danach, nach 1965, auch Literatur und Kritik betreut, also die nächste große Literaturzeitschrift, deren Büro ebenfalls, deren Redaktion ebenfalls zum Teil hier in diesen Räumen der Gesellschaft für Literatur sich befunden hat. Und er war auch Mitherausgeber der Protokolle einer Literaturzeitschrift, die Otto Breicher, der hier ja Stellvertreter von Wolfgang Kraus war, jahrelang herausgegeben hat. Und zwar bis in die 2000er Jahre herausgegeben hat. Es gibt zwei wichtige Romane von Gerhard Fritsch, die auch heute noch bekannt sind. Moos auf den Steinen 1956 erschienen und Fasching 1967. Nach seinem Tod, nach seinem Selbstmord 1969, hat Kraus auch bei ihm versucht, sein Werk weiter zu pflegen und er hat eine eigene Gerhard Fritsch-Gesellschaft gegründet, die es sich zur Aufgabe machte, junge Autorinnen und Autoren in Österreich zu fördern. Einer, der immer wieder genannt wird und auch heute schon genannt wurde, weil er sehr lange Zeit in der Literaturgesellschaft gearbeitet hat, ist Kurt Benesch. Kurt Benesch ist unter anderem der, dem ein Bauteil unserer Gesellschaft seinen Namen verdankt. Es gibt in einem hinteren Raum so eine Zwischendecke, und es gibt eine Geschichte, die vielleicht ein Geschichtel ist, dass Benesch sich auf der Flucht vor Wolfgang Kraus irgendwann da oben einen Arbeitsplatz eingerichtet hat. Daher heißt dieser sehr kleine Platz auf dieser Zwischendecke im hinteren Raum die Benesch-Höhe und wird wahrscheinlich so lange so heißen, solange wir hier sind. Also der Name ist fix. Kurt Benesch ist in Wien geboren. Er war dann ebenfalls im Krieg, geriet ebenfalls in Kriegsgefangenschaft und nach seiner Rückkehr studierte er Theaterwissenschaft und Germanistik. Ab den frühen 1950er Jahren publizierte er Texte, publizierte er in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften und er war auch recht bald im Literaturbetrieb aktiv. Er war eine Zentralfigur der Grillparzer-Gesellschaft, die heute auch schon genannt wurde, die so etwas wie eine Vorläufergeschichte der Österreichischen Gesellschaft für Literatur war. Und er ist daher auch diese Verbindung, diese Klammer zwischen der Grillparzer-Gesellschaft und der Gesellschaft für Literatur. Auch Hella Bronnold hatte ja schon eine Rolle in der Grillparzer-Gesellschaft. Also da gibt es wirklich eine direkte Linie von dieser Grillparzer-Gesellschaft zur Literaturgesellschaft.
Kurt Benesch hat lange hier gearbeitet, bis 1981. Er hat in dieser Zeit daneben sehr viel publiziert, hat eine wirklich sehr umfangreiche schriftstellerische Tätigkeit, hat Romane geschrieben, hat Biografien geschrieben. Es gibt archäologische, kunsthistorische Werke in seinem Werk. Es gibt Hörspiele, Theaterstücke, Kinderbücher und er hat auch aus dem Englischen übersetzt. Hier ist er vor allem deswegen wichtig geworden, weil er eben der Verantwortliche, der Organisator dieses Forums der Jugend war, das eigentlich eine der wichtigsten Unterinstitutionen dieser Institution gewesen sein dürfte, wo sehr viele Leute zum ersten Mal in die Gesellschaft kamen, sehr viele Autorinnen und Autoren ihren Kontakt zur Gesellschaft hatten von Anfang an. So viel zu Kurt Benesch. Wir kommen zu einer weiteren Mitarbeiterin, und zwar Silvia Peifuß. Sie hat zeitliche Räume, wo sie hier tätig war, einmal in den 60er Jahren und einmal dann ab der Mitte der 70er Jahre, und zwar 64 bis 66 und dann 76 bis 1994. Sie war als Sekretärin tätig, hat aber später eben auch dann den Job von Hella Bronnold übernommen, war so mit Büroleitung und Sekretariat und eben die Person, die wiederum Überblick über die gesamten Finanzen hatte. Es liefen zahlreiche, sehr wichtige Korrespondenzen über ihren Tisch, naturgemäß. Und wir haben jetzt nur ein Beispiel herausgegriffen, das ganz bemerkenswert ist. Und zwar ist es so, kurze Vorgeschichte, es geht nun um den Aufenthalt von Stanislaw Lem in Wien ab 1983. Und zwar war es so, dass Wolfgang Krauss und Stanislaw Lem sich in Berlin getroffen haben, nachdem Lem, nachdem das Kriegsrecht in Polen ausgesprochen worden war, sich erstmal nach Berlin gezogen ist. Und da kamen die beiden öfter ins Gespräch, Lem und Krauss. Und Krauss konnte dann Lem nach Wien einladen, eine offizielle Einladung schreiben, die eben ein Stipendium in Österreich in Aussicht stellte und wirklich so als offizielles Schreiben fungierte. Lem hat mit seiner Familie dieses Angebot sehr gerne angenommen. Sie kamen 1983 nach Wien, konnten vorübergehend in einer Wohnung von der Alten Schmiede wohnen, also die von der Alten Schmiede bereitgestellt wurde und von der Stadt Wien. Aber sonst gab es natürlich sehr viel zu tun und all diese Tätigkeiten liefen dann über das Büro und waren in den Händen von Silvia Peifuß. Also hier ging es um Agenten, was die Steuer anbelangt, was das Finanzamt anbelangt, die Meldung des Mercedes war auch sehr wichtig, generell Meldungen an gewisse Behörden, Buchungen von Urlaubsreisen nach Polen wurden organisiert und ein Schreiben haben sie hier, also Stanislaw Lem hatte auch sehr spezifische Vorstellungen, was seine Wohnung oder sein Haus, es wurde dann eine Villa in Wien anbelangt hat und auch das Mobiliar und die Einrichtung. Hier haben wir ein Schreiben von Stanislaw Lem, wo eben ganz konkret alles beschrieben wird, wie das Arbeitszimmer auszusehen hat, wo die Fußmatte zu liegen hat. Und anhand dieser Notizen sieht man, wie eben Silvia Peifuß all diese Punkte ganz akribisch abgearbeitet hat. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, in welchem Rahmen sich teilweise natürlich nur die Unterstützung von Gästen befunden hat. Also es war weit mehr als eben eine Einladung und ein Schreiben, sondern in diesem Fall war es wirklich die Organisation und der Umzug von einem aus dem jenseits des Eisernen Vorhang lebenden Paares und mit Sohn nach Wien. Kurt Klinger. Man sieht ihn links auf dem Bild mit Marianne Gruber und Ginny Ebner. Und rechts, das war anlässlich unserer 40-Jahr-Feier im Radiokulturhaus, wo er gelesen hat noch. Kurt Klinger war zunächst Angestellter der Bundesgebäudeverwaltung, danach war er Schauspieler. Dann hat er studiert, und zwar Germanistik und Philosophie in Wien, und war dann jahrzehntelang als Dramaturg tätig. Zunächst in Linz, dann in Düsseldorf, in Frankfurt und am Schluss dann in Zürich. In dieser Zeit, in der er Dramaturg war, dürfte er Wolfgang Krauss kennengelernt haben, denn Wolfgang Krauss hat ihn dann nach Wien geholt und quasi als seinen Stellvertreter hier in der Literaturgesellschaft etabliert. Von 1978 an war er hier tätig, bis 1993, bis zu seiner Pensionierung. Und daneben, ab Ende der 1970er Jahre, hat er als freier Publizist und als Autor gearbeitet,
hat mehrere Gedichtbände veröffentlicht, hat mehrere Essaybände veröffentlicht und vor allem auch mehrere Theaterstücke. Eins davon, sein erstes von 1954, Odysseus muss wieder reisen, ist vielleicht sein bekanntestes. Kurt Klinger hat daneben sehr viel als Herausgeber gemacht. Er hat Literatur und Kritik herausgegeben bis an den Beginn der 1990er Jahre, bis Literatur und Kritik dann nach Salzburg gegangen ist und von Karl Markus Gauss weitergeführt wurde. Und hier in der Gesellschaft eben ja, bis in die Ära von Marianne Gruber gearbeitet. Und nun kommen wir zu Otto Breicher. Er ist bereits einige Male erwähnt worden über das Setting, wie das so ausgesehen hat, was die Arbeitsbereiche und sozusagen unsichtbare Mauern anbelangt hat, hat ja Reinhard Urbach schon erzählt. Otto Breicher kam 1962 in die Literaturgesellschaft. Damals war er schon Literaturkritiker beim Kurier. Und er hat dann von Beginn an insbesondere den Kontakt zu jüngerer Literatur gefördert, zur österreichischen Avantgarde, wie etwa der Wiener Gruppe oder auch der Grazer Gruppe. Er hatte eine eigene Reihe hier im Haus, eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel Profile der Literatur. Und im Rahmen dieser Reihe waren eben zum Beispiel Elfriede Gerstl, Gerd Jonke, Gerald Biesinger oder Elfriede Jelinek erstmals hier im Haus. Was man so aus dem Archiv ablesen kann, kann man sagen, dass Otto Breicher recht frei agieren konnte, was diese Reihe anbelangt hat. Also Krauss hat diese Reihe auf jeden Fall auch geduldet oder eben auch befunden, dass sie eine gewisse Relevanz hat für das Veranstaltungsprogramm der Literaturgesellschaft, was eben diesen zentralen Ort für Literatur anbelangt. Er hat eben hier auch Fritsch besser kennengelernt, sie haben gemeinsam die Protokolle gegründet, das wurde schon erwähnt. Was Otto Breicher besonders bemerkenswert macht, wenn man sich mit dem Archiv auseinandersetzt, ist der Umstand, dass es fantastische Briefe von Otto Breicher gibt. Also es gibt einen extrem launigen und unmittelbaren Tonfall in diesen Briefen und der zieht sich durch, mehr oder weniger ganz gleich, ob sich Otto Breicher an einen guten Bekannten wendet oder an einen Mitarbeiter irgendeines Ministeriums oder einer Stelle im Ausland, die ihm sicher nicht bekannt war. Wir haben jetzt hier einen Brief ausgewählt und zwar ist der an den Residenzverlag, der heute ja auch schon erwähnt wurde und die Relevanz dieses Verlags wurde schon betont. Hier ist es ein Brief an Gundel Nagel und ich möchte, weil es wirklich eben so ein toller Brief ist, die zweite Hälfte dieses Briefs gern zitieren. Es geht um Veranstaltungen. Sprach ich jung Hand kennen, als er kürzlich kurz in Wien weilte. Er wurde vom Meister Schaffler, dem frohgemuten Urlauber und Problemflüchtling für den vierten eingekauft, wähnt aber, dass die große Besetzung mit dem großen Artmann einrückt. Wird's halt am vierten ein Schnurfall geben, was schiert das Schafflern? Bitte schön noch eins. Der Meister Urbach, der an meiner grünen Seite die Literatur pflegt, soll mit dem Meister Ammannshauser am 11. Oktober zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr im Rundfunk ein Werkstattgespräch produzieren. Bittschön, dem quaden Forscher zu stecken, dass er sich mit dem Meister Urbach zeitgerecht was fixiert. Für heute hätte ich mich wieder erschöpft. Da sieht man auch, welche Belange alle zusammenlaufen. Also oftmals war es eben nicht nur eine Lesung, die hier in der Gesellschaft stattgefunden hat, sondern die war eben oft verbunden mit gewissen Medienauftritten, Radioauftritten und so weiter. Breicher hat dann 1972 die Literaturgesellschaft verlassen. Er ging nach Graz und hat dort eine andere Institution gegründet, und zwar das Grazer Literaturhaus. Aus einem Kulturhaus, pardon, genau. Das jetzt in dem Gebäude, also in dem Gebäude ist jetzt das Grazer Literaturhaus. Breicher ist aus einem anderen, nicht ganz? Das Nabel-Institut ist quasi, also das Seminarraum und das Kopierkammer, quasi das Büro. Das sind die unwegbaren Räumlichkeiten, die wir haben. Genau. Kopierkammer, zweite Ebenen und so weiter. Genau, was das Archiv der Literaturgesellschaft anbelangt, ist Breicher noch aus einem anderen Punkt ganz relevant. Und zwar, er war ein begnadeter Fotograf. Zahlreiche Fotoporträts sind im Rahmen seiner Tätigkeit hier entstanden. Wir haben jetzt einige zusammengestellt, die wir kurz zeigen möchten. Genau, hier schon die erste Reihe. Das mit Manne Sperber hatten wir schon vorher in dem Teil von Stefan
im Programm sozusagen, weiter sein Porträt von Erich Fried und von Jakob Lind. Hier eben eine nette Begegnung von Thomas Bernhard und Wolfgang Kraus. Die Fotoserie von Ingeborg Bachmann, die normalerweise hier auch in den Räumlichkeiten ausgestellt ist, aber gerade einer anderen Ausstellung weichen musste. Eine auch schöne Fotoserie, einerseits von Friederike Mayröcker, vermutlich bei ihr zu Hause, und von Ernst Jandl hier auf der Pavlatsche. Und hier ist der Quadenforscher Gerhard Ammonshauser, das stimmt die Reihenfolge leider nicht ganz. In der Mitte ist Hans Leber zu sehen und ganz rechts der polnische Autor Zbigniew Herbert. Und abschließend, weil sie am ersten Abend unserer Jubiläumsreihe sozusagen hier zu Gast war, Barbara Frischmuth, die eben auch hierher von Otto Breicher eingeladen wurde und dann wie alle anderen eben auch auf der Pavlatsche porträtiert worden ist. Jetzt, wie gesagt, eine kleine Pause oder das, was man in Corona-Zeiten auch so nennen kann. In ein paar Minuten geht es weiter. Ja, bleiben Sie uns erhalten. Ein herzliches Willkommen im zweiten Teil dieses Abends. Die aufregende Pause nähert sich dem Ende. Und ich darf ganz herzlich jetzt zu Beginn auch Silvia Peifuß begrüßen, über die wir vorher gesprochen hatten. Da war sie aber nicht da, aber jetzt ist sie hier. Willkommen. Und als Nächsten im Bunde darf ich ganz herzlich Hans Haider auf die Bühne bitten. Herzlich willkommen. Hans Haider war relativ kurz Mitarbeiter hier im Haus, und zwar von 1972 bis 1974, aber in einer sehr prägenden und aufregenden Zeit der Literaturgesellschaft. Und auch im Anschluss an seine Tätigkeit hier hat er noch eine gewisse Rolle, eine wichtige Rolle für die Literaturgesellschaft gespielt. Er war nämlich ein wichtiger Literaturredakteur bei der Presse tätig. 1987 bis 1989 war er etwa Ressortleiter der Beilage Spektrum der Presse und von 1992 dann bis 2008 Ressortleiter für Kultur. Neben seiner Tätigkeit als Literaturkritiker ist Hans Haider Autor von Essays, Reden und Büchern, und er ist auch als Herausgeber tätig. Unter anderem ist er Herausgeber der Gedichte des Südtiroler Lyrikers Norbert C. Kaser. Und wie schon erwähnt, hat sich Hans Haider auch nach seiner Beschäftigung hier noch mit der Geschichte der österreichischen Gesellschaft für Literatur beschäftigt, auch darüber publiziert, Texte geschrieben und teilweise sich auch durchaus kritisch zum jeweiligen Zeitgeschehen der Literaturgesellschaft in Texten geäußert. Schön, dass Sie heute hier sind. Wie haben Sie denn die Literaturgesellschaft kennengelernt? Wie ist der erste Kontakt zustande gekommen? Und was war so Ihr Eindruck, als Sie erstmals hier waren, auch von zum Beispiel der Figur Wolfgang Kraus? Ich bin empfohlen worden von meinen Chefs in der Theaterwissenschaft, gleich da drüben in der Hofburg, dem Dr. Kraus, der einen Mitarbeiter suchte als Nachfolger von Otto Breicher. Bei dieser Gelegenheit hat Wolfgang Kraus sozusagen wieder die Zügel ganz an sich gerissen. Das heißt, ein Schwergewicht wie Otto Breicher, auch physisch, hat ihm Paroli bieten können. Ich war eigentlich ein bedeutungsloser Knecht. Ich
habe Theaterwissenschaft studiert und das Interesse am Theater mitgebracht. Von der Lektüre her war ich natürlich durch das Studium sehr viel mehr auf dramatische Texte eingelesen als auf Lyrik und Prosa. Das, was die literarische Bildung anlangt, das habe ich bruchstückweise schon in der Schulzeit angeeignet. Aber als ich hier antrat, war ich also jedenfalls ein Brechtianer. Und damit fällt mir schon ein erster Name ein, der heute noch nicht genannt wurde, nämlich Hans Weigel, der in der Gesellschaft eine bedeutende Rolle gespielt hat. Soviel ich weiß, war die Gesellschaft ja als Verein gegründet, also in der Rechtsform eines Vereins, also heute wahrscheinlich auch. Jedenfalls dürfte Weigel im Verein eine Rolle gespielt haben. Und wenn man diese Vereine sich hernimmt, die das Geld von Ministerien bekommen, egal von welchem Ministerium und von welcher Partei, die Parteien setzen sozusagen Leute in die Gremien hinein. So funktioniert das eben bei uns. Vergessen oder zu wenig berührt wurde die Figur des christkonservativen Unterrichtsministers. Heinrich Trimmel. Trimmel hat ja nicht nur sozusagen in zwei Etappen das erste österreichische Literaturhaus gegründet, hier und die Dokumentationsstelle, sondern er hat vorher das Museum des 20. Jahrhunderts begründet und die Eröffnungsrede im 20er Haus, das war so etwas wie eine Art Versöhnungsversuch des offiziellen Österreichs mit der Moderne. Und in diesem Sinn sehe ich auch die Gründung der Literaturgesellschaft durch Trimmel, der zugleich auch systematisch, oder den Auftrag gegeben hat, sich systematisch um Vertriebene zu kümmern, um das Werk von zugrunde gegangenen, von Ermordeten zu kümmern. Wir haben in Österreich im Augenblick eine Erzählung laufen, die ungefähr so geht: vor der Waldheim-Affäre hat sich nie jemand um Schuld, um Vertriebene etc. gekümmert. Mit der Waldheim-Affäre hat jetzt eine Generation von Zeithistorikern vor allem das Kommando übernommen und hat eigentlich das, was die viel kriegsnähere Generation, kriegsnähere akademische Generation vorher geleistet hat, eigentlich weggewischt. In dem Sinn ist auch das Gedächtnis von an Wolfgang Kraus in diese Richtung zu revidieren. Er hat hier sehr viel geleistet. Wir kamen ja schon im ersten Teil auf einige Personen zu sprechen. Manne Sperber ist vorgekommen, Elias Canetti und so weiter. Hatten Sie Kontakt hier mit einigen vertriebenen Exilautoren, Autorinnen? Selbstverständlich. Ich war sozusagen das Händchen fürs Alltägliche. Das heißt,
Ich hatte ein Auto und ich habe sozusagen die Gästebetreuung zum Teil übernommen. Also ich habe so erregende Momente erleben dürfen, muss ich jetzt sagen, wie das ich mit Manes Sperber das erste Mal zu seiner alten Wohnung hingefahren bin, dass ich mit Canetti gewisse Stätten seiner eigenen Wiener Vergangenheit besucht habe. Ich habe im Jahr 1968 einen Monat lang in Prag gearbeitet, 67. Und ich bin ein bisschen kulturell sozialisiert worden in dieser Stimmung in dieser Aufbruchstimmung des Prager Frühlings. Und habe dadurch auch natürlich in der Betreuung von Gästen aus dem Ostblock sozusagen gesehen, was die brauchen. Übrigens, das ist auch eine Qualität von Wolfgang Kraus, die man nicht hoch genug schätzen kann. Nämlich, er hat gewusst, wenn jemandem etwas fehlt. Er ist also auf Leute zugegangen, hat erfahren, dass einer keine Wohnung hat. Im Jahr 1970, als Bruno Kreisky schon Bundeskanzler war, hat Wolfgang Kraus also einen herzzerreißenden Brief an den Bundeskanzler geschrieben, dass Ernst Jandl eine Wohnung brauche. Die Sache ist dann auf der Ebene der Beamten noch halbwegs, also ordentlich behandelt worden in der Stadt Wien, aber auf der Ebene der Wohnbaugenossenschaften hat es dann nicht mehr geklappt. Also Jandl, der eigentlich überzeugt war, dass ihm sozusagen eine Wohnung zustand, denn er hatte eine Gemeindewohnung in der Größe von 30 Quadratmetern. Mehr gab es nicht für einen einzelnen Menschen. Kraus hat also sehr vielen Leuten eigentlich Sorgen abgenommen. Und Sorgen bei Schriftstellern gibt es mannigfaltige und nicht nur finanzielle. Sie meinten, dass Sie eben im Besitz eines Autos waren und dann oftmals die Gäste vom Flughafen vielleicht abgeholt haben, vom Bahnhof abgeholt haben, Gäste aus Ländern jenseits des Eisernen Vorhangs, die vielleicht erstmals im Westen oder in Österreich waren. Was waren so deren wichtige Fragen oder Belange, wenn Sie angekommen sind? Ja, erstens hat Wolfgang Kraus gewusst, dass die Ostblockleute ohne einen Schilling ankommen. Das heißt, man hat ihnen schon, und zwar auch berühmten Leuten, Geld gegeben. Kraus hat dann gemerkt, dass die Leute, die er eben seit 1963, 64 in immer dichterer Reihenfolge eingeladen hat, dass die hier ihr Honorar dazu benutzen, um einzukaufen und Dinge mit nach Hause zu nehmen, die es daheim nicht gibt. Und die sind zum Teil wirklich, also die haben zum Teil wirklich dafür gehungert, dass sie so von den Devisen, die sie hatten, irgendetwas mitbringen konnten. Und da hat er einen, wieder im Ministerium, also durchgesetzt. Das Ministerium hat in einem Studentenheim im 8. Bezirk 2 Wohnungen gekauft, finanziert oder was immer. Und er hat die Leute dort untergebracht. Also auch Canetti hat einmal dort gewohnt. Meistens hat er dann in der Pension Nossek am Graben gewohnt. Zbigniew Herbert. Also dort konnten die Leute sozusagen billig einkaufen, sich selber was machen und mehr Geld nach Hause bringen.
Also er hat so praktisch menschlich gedacht. Mhm. Und so von der Persönlichkeit, welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht, auch eben als Leiter und Chef dieser Einrichtung? Also erstens war er ziemlich autoritär. Zweitens habe ich ihn nie für sehr gescheit gehalten. Also dieses Buch, der fünfte Stand, also ich habe immer das Gefühl gehabt, er baut sich da einen Olymp auf, in dem er auch selber sich ein Plätzchen sichern will. Er hat mich einmal in diesen 3 Jahren eine Veranstaltung organisieren lassen, also ich durfte einmal einladen, und da habe ich die Elisabeth Weger und den Michael Köhlmeier eingeladen. Ein totaler Publikumsflop übrigens. Ich glaube, letzte Woche, wie der Michael Köhlmeier da war, da hat es schon besser ausgesehen diesbezüglich. Ich bin also nicht so wie Reinhard Urbach im Salon gesessen, sondern ich bin bei den Kammerherren drüben im Kammerl gesessen. Und mir ist aber sozusagen die soziale Trennung doch nicht aufgefallen, weil ich relativ viel da drüben war. Eine meiner Aufgaben war das Zusammenstellen von Buchsendungen in den Ostblock. Das ging so vor sich, dass Wolfgang Kraus nach langen Listen Briefe versandt hat, mit Listen von Büchern, die beschafft werden könnten und zugestellt werden könnten. Die Bedeutung und den Umfang dieses ganzen Systems habe ich erst selber im Jahr 2006 begriffen, als in der New York Times ein Nachruf eines Mr. George Minden erschienen ist. Minden war der Chef eines CIA-Programms, das den Arbeitstitel hatte Marshall Plan for the Mind. Und über dieses Programm wurden in den Jahren des Kalten Krieges etwa 10 Millionen Bücher und Zeitschriften über den Eisernen Vorhang transportiert. Das Ganze funktionierte so: es gibt die Buchhandlung Frick am Graben, die damals im Besitz der SPÖ war, und der Geschäftsführer war sozusagen das Bindeglied zwischen Wolfgang Kraus und der CIA. Die CIA ist nicht in dieser Form aufgetaucht, sondern die ist eben durch den Kongress für die Freiheit der Kultur und durch andere Institutionen aufgetaucht. Mir sagte mein Partner, mit dem ich noch heute befreundet bin, das Geld kommt von amerikanischen freien Gewerkschaften, was ja durchaus plausibel ist. Und auf die Weise war es möglich, endlich aus Österreich Literatur zu verschicken, die nicht in Österreich gedruckt wurde. Denn die Bücherlager, die wir hatten, waren fast alle gefüllt mit subventionierten Drucken aus der österreichischen Produktion.
Und so Pensionen werden in Österreich ja oder wurden damals ja mit der Gießkanne ausgeschüttet und es ist wirklich sehr, sehr viel Unnötiges gedruckt worden. Ich weiß nicht, es gibt eine fünfbändige, es werden noch immer Exemplare einer fünfbändigen Heinz-Ausgabe herumstehen. Kurz und gut, Kraus hatte schon früher angefangen, österreichische Literatur an Adressen im Hochschulbereich, sowohl in Amerika, England, Australien und so weiter, als auch in den Ostblockländern zu schicken. Aber er war reduziert auf die Namen, die in Österreich publiziert wurden. Und da war halt also dann, ja, sicher Bernhard, frühe Texte, aber auch wirklich sehr frühe Texte. Aber sehr viel war nicht drinnen und es war auch nicht drinnen die wissenschaftliche Literatur Freud auf und abwärts, die auch interessiert hat und ökonomische Theorie etc. Mit einem Mal war das möglich, dass man in diesen Listen auch sozusagen Österreich anders darstellen konnte, kompletter. Auch mit Kafka endlich. Und so kann man dieser CIA-Aktion also wirklich nur dankbar sein. Dazu hätte ich zwei Fragen. Erstens, einerseits war es vermutlich teilweise auch schwierig, die Bücher in die Länder jenseits des Eisernen Vorhangs zu bringen oder auch eher nicht, weil sie ja von der Gesellschaft verschickt wurden. Ja. Diese Aktion hat so funktioniert, die ja nicht nur von Wien ausgelaufen ist, also nicht die 10 Millionen Wien-Gutscheine, bitte, sondern einzelne Buchhandlungen, einzelne Veranstalter überall in Europa. Mhm. Wolfgang Kraus schaffte es, als immer wieder Buchpakete gerade in die Sowjetunion nicht ankamen, die in Polen, Ungarn und so weiter, in der Tschechoslowakei war das alles leicht, aber Russland war eigentlich das Unzugänglichste. Er hat dann mit Kreisky ein Agreement getroffen, dass die österreichischen Botschaften das über den Kurierdienst also weiterleiten. Und da wurden dann die Empfänger in die Botschaft gebeten und die Bücher ausgehändigt bekommen. In dem Zusammenhang haben wir auch ein Schreiben von Ihnen ausgewählt. Und zwar gibt es hier einen Text, wo eben zu lesen ist, an den Herrn Joachim Müller in der DDR, wo eben Bücher anscheinend nicht angekommen sind. Und Sie schlagen eben dann vor, ob es in dem Fall nicht notwendig wäre, wieder den Weg der Diplomaten sozusagen zu gehen, weil hier anders gearbeitet werden kann. Also es ist genau dieses Beispiel. Müller war ein bedeutender Germanist. Und noch als zweite Frage, dann war es durchaus auch der Fall, dass sich eben viele Persönlichkeiten mit konkreten Bücherwünschen auch an Sie wenden konnten, ja, an die Einrichtung, oder gab es eher immer so fixe Pakete? Es gab die fixen Pakete, also es gab die Auswahlsendungen, also der Empfänger wählte aus, schickte die Liste zurück, angekreuzt, oder haben will. Sie können 10 Bücher, wenn es 15 waren, hat auch keiner was gesagt. Und das andere war, dass die Leute, die hergekommen sind, konnten in die Buchhandlung der SPÖ geschickt werden und konnten dort einkaufen, ohne zu zahlen. Also ich habe nie gehört, dass irgendjemandem vorgeworfen worden wäre, er hätte dort sich zu reich beschenken lassen. Dann vielleicht noch eine Frage auch zu Hella Bronnold. Wie haben Sie eingeschätzt als Figur und Persönlichkeit? Also ich habe sie geliebt und sie hat eine gewisse Mütterlichkeit ausgestrahlt und sie hat mich einmal vor dem Fehler bewahrt, mir
einen zu mir überhaupt nicht passenden, was ich verstanden habe, Kamelhaarmantel zu kaufen. Das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort. Ich weiß nicht, ob ich meine letzte Frage jetzt sparen soll, weil das so ein schönes Schlusswort ist, aber ich stelle sie dir noch. Sie sind ja von der Publizistik, aus dem Journalismus, Kraus war ja auch aus dem Bereich oder in dem Bereich sehr aktiv tätig und hat es ja auch sehr gut geschafft, immer wieder Literaturkritiker, Kritikerinnen, Journalisten, Journalistinnen auch ans Haus zu binden, also sie explizit einzuladen, eben auch die Gesellschaft sehr eng mit dem ORF zu verbinden, da Verbindungen zu knüpfen. Welche Strategien hat er da, gab es da oder wie haben Sie das wahrgenommen, dieses also Zusammenführen von diesen beiden Bereichen? Diese Gunst hat mich nie erreicht. Also ich habe, Kraus war ja sehr eng mit dem Gerd Bacher, der für mich doch einigermaßen ein Feindbild war. Und ich habe nie so beim ORF andocken können oder dort noch sozusagen Groschen verdienen können. Ich habe aber die Zeit hier dazu genützt, sozusagen durch die üblichen Verfahren der Selbstausbeutung als freier Mitarbeiter in verschiedenen Zeitungen zu schreiben, und irgendwann bin ich in die Presse hineingerutscht. Übrigens, einen guten Rat habe ich von Wolfgang Kraus behalten. Er sagte mir, wenn Sie etwas geschrieben haben, lesen Sie es noch einmal durch. Und das, was Ihnen am besten gefällt, das schreiben Sie dann weg. Haben Sie das beherzigt? Ich bin oft an mir selber schwach geworden. Ja, herzlichen Dank, vielen Dank, dass Sie hier waren, Hans Heide. Bitte. Nun darf ich Raul Blahacek auf die Bühne bitten. Vielen Dank, und natürlich wird noch kurz geputzt. Vielen Dank für den Hinweis, ich wäre jetzt fast sitzen geblieben. Das geht natürlich nicht. So. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch. Sie waren ja von 1975 bis 1985 in der Literaturgesellschaft tätig, also ein längerer Zeitraum. Über die Tätigkeiten werden wir uns noch unterhalten. Sie haben ja parallel auch für Rundfunk gearbeitet, für den ORF gearbeitet, immer wieder Beiträge auch gestaltet mit Gästen, die hier eingeladen waren. Und im Anschluss an Ihrer Tätigkeit hier wurden Sie dann Referatsleiter der Kulturabteilung der Stadt Wien in der MA7. Wie haben Sie denn Wolfgang Kraus kennengelernt oder die Literaturgesellschaft kennengelernt? Ich könnte eigentlich dort nahtlos anschließen, wo Hans Heide aufgehört hat mit seiner Erzählung. Er ist zur Presse gegangen und Wolfgang Kraus hat einen Nachfolger gesucht und hat damals mit Wendelin Schmidt-Dengel gesprochen, der noch nicht Professor war zur damaligen Zeit, sondern Assistent am Germanistischen Institut, und hat sich erkundigt, ob es da irgendwelche jungen Leute gibt, die für so einen Job in Frage kommen. Und glücklicherweise ist die Wahl auf mich gefallen. Ich habe dann irgendein Vorstellungsgespräch geführt und dann mit 1. Jänner oder eigentlich mit 2. Jänner 75 hier zu arbeiten begonnen. Ich war auch ziemlich unbelegt, hatte bei Weitem nicht das, was man heute ein Netzwerk nennt. Ich habe gern gelesen. Ich habe auch immer wieder Autorenlesungen besucht, aber Kontakte oder so irgendwas, das hat nicht zu meinem Repertoire gehört. Und zu Ihrem Aufgabenprofil hier in der Literaturgesellschaft haben Sie dann primär die Aufgaben übernommen, die auch gerade Hans Heider erwähnt hatte, Büchersendungen, Gäste betreuen? Was ich sehr angenehm empfunden habe und auch rückblickend noch immer empfinde, ist,
eigentlich war die Vielseitigkeit der Tätigkeit. Es war halt so, es ist irgendwie eine Arbeit angefallen und wer gerade Zeit hatte oder Lust oder Laune, hat das dann übernommen. Es hat irgendwie irgendjemand angeleitet und wollte eine Auskunft. Es sind irgendwelche brieflichen Anfragen gekommen, damals von Germanisten, die irgendwo im Ostblock saßen oder in Ländern, wo es nicht so einfach war oder auch preiswert war, nach Österreich zu kommen. Die wollten irgendwelche Auskünfte zu bestimmten Autoren oder Biografien. Und wer ist dann in die Nationalbibliothek gegangen und hat dort irgendwelche Bücher ausgehoben und dann geschaut, ob er irgendwelche Stellen findet, auf die sich diese Frage bezogen hat. Es waren organisatorische Fragen. Ich habe zum Beispiel das war eine meiner ersten Aufgaben, die Österreichische Gesellschaft für Literatur hatte damals Plakate mit dem Programm. Und ich durfte diese Plakate, so Text ist übertrieben, weil viel mehr als das Datum und eine Ankündigung, wer was macht, war das nicht. Aber es hat mich irgendwie befriedigt. Also es war sehr weit gestreut und das war eigentlich das Schöne und Spannende und Abwechslungsreiche daran. Weil Sie meinten, da sind immer Aufgaben eingetrudelt und dann hat sich eben eine Person bemüßigt gefühlt, die Aufgaben zu übernehmen. Das ging gar nicht so nach autoritärem Leiter Wolfgang Kraus. Ich glaube, das Beste, was man über einen Chef sagen kann, dass man sich im Großen und Ganzen wohlgefühlt hat bei ihm. Und ich glaube, das ist eigentlich seltener, als man so gemeinhin annimmt. Es gibt so etwas wie Arbeitsleid. Das habe ich nie kennengelernt, zumindest nicht hier. Sicherlich war er sehr bestimmend, aber er war auch jeder Diskussion offen. Das letzte Wort hatte er, aber es war nicht so, wie ich das dann später an anderen Stellen erlebt habe, wo Mitarbeiter schon in demutsvoller Haltung angerückt sind und schlaflose Nächte hinter sich hat, weil irgendeine angeblich wichtige Sitzung stattgefunden hat. Er war auch sehr großzügig. Das Angenehme an ihm war, dass er eigentlich sein Kommen immer angekündigt hat. Das war für die Mitarbeiter äußerst praktisch. Ich kann mich nicht erinnern, dass er sozusagen hier einen 8-Stunden-Tag verbracht hätte. Er hat viel auch von zu Hause erledigt und telefoniert und korrespondiert und so. Aber dass er von früh bis abends da gewesen wäre, wird vielleicht das eine oder andere Mal der Fall gewesen sein, erinnert ich mich daran nicht. Und er ist dann halt 8 Tage lang überhaupt unsichtbar gewesen, war nur im telefonischen Kontakt. Und dann, wenn er kam, dann wusste man, um 15 Uhr ist es soweit. Und hat, wenn man nicht irgendwas zu tun gehabt hat, vielleicht irgendwelche Scheinaktivitäten begonnen und sich dem Anschein der Betriebsamkeit gegeben. Aber das würde ich jedem wünschen, nur der in einem Arbeitsverhältnis steht. Klingt passabel. Sie haben ja unter anderem, was man den Archivunterlagen entnehmen kann, sich auch eingesetzt oder gekümmert um Lesungen in Schulen. Vielleicht könnten Sie da kurz erzählen, wie das abgelaufen ist. Können Sie mir mehr sagen als... Nein, oh ja. Aber es ist doch ein Verhör in die andere Richtung. Nein, das stimmt schon, aber das war nicht, also ein Riesenaufgabengebiet war das nicht. Es gab irgendwie einen Budgetposten, aber der war sehr überschaubar für Lesungen an Schulen außerhalb von Wien, war das, wenn ich mich richtig erinnere. Und das Reisen war ja damals so viel umständlicher und aufwendiger. Also man konnte nicht jeden in irgendein Tiroler Seitental schicken. Also das musste schon irgendjemand sein, der das auch aus Liebe gemacht hat. Das Honorar war auch überschaubar.
Aber das war eigentlich ein zeitlicher, nicht sehr großer Aufwand. Mhm. Also das waren wahrscheinlich ein paar Telefonate im Jahr. Also ich glaube, was ein bisschen mehr, was das Archiv sagt, aber... Na, vielleicht erklärt oder die Erinnerung, aber... Telefonate kann ich ja dem Archiv gar nicht mal entnehmen, also es gibt auch Briefe. Aber, ja. Büchersendungen haben Sie auf jeden Fall auch als Aufgabenbereich übernommen. Da haben wir einen Brief ausgewählt, einen Dankesbrief von Friederike Mayröcker, wo sie sich bedankt, dass sie meine Büchersendung auf den Weg gebracht haben. Zum Beispiel, also in dem Bereich waren Sie vermutlich auch tätig. Und Radiosendungen wollte ich noch erwähnen. Weil das hat eigentlich aber nur am Rand mit meiner Arbeit hier zu tun. Das war irgendwie halt für mich sehr eine praktische Verbindung. Und da muss ich auch sagen, da war Wolfgang Kraus sehr generös. Das hat sich sozusagen während der Arbeitszeit, der hiesigen Arbeitszeit abgespielt. Also ihm war bewusst, glaube ich, dass er die Mitarbeiter finanziell nicht gerade verwöhnen kann. Und hat dann... nicht direkt gefördert, aber ist gar nicht so ungern gesehen, wenn man nebenbei vielleicht sich noch irgendwo das Butter aufs Brot verdient und ein bisschen eine Rolle mal gespielt haben, dass das, also heute ist wahrscheinlich ein Rundfunkinterview ziemlich, steht nicht ganz oben auf der Prioritätenliste der Schreibenden. Aber damals hat es vielleicht eine gewisse Wirkung gehabt und wenn es sich nicht direkt finanziell ausgewirkt hat, also jetzt in Form von Buchverkauf, aber so hat es doch vielleicht ein bisschen zum Renommee beigetragen, wenn man, was weiß ich, im Mittagsjournal vorgekommen ist oder sonst in einer viel gehörten Sendung. Und das kommt man sozusagen schon auch bei den Einladungen verkaufen. Ja, da gibt es irgendwie die Möglichkeit einer eigenen, wie ich das manchmal gemacht habe oder regelmäßig gemacht habe, einer halbstündigen Sendung. Und können Sie sich dann noch an eine oder andere Sendung erinnern mit einem Gast von der Literaturgesellschaft? Ich kann mich, weil der Name schon ein paar Mal gefallen ist, an den Elias Canetti erinnern. Das war ein eher qualvoller Nachmittag. Der hat sich, ich bin in die Pension Nosek da am Kram gebildet, wo der Canetti zur Audienz empfangen hat. Und damals ist gerade der erste Band seiner Autobiografie erschienen und darum sollte es gehen. Und er wollte, was mir eigentlich nie gelegen ist, ich habe lieber irgendwelche spontan Interviews gemacht, als mir vorher 27 Fragen zu überlegen, die dann vielleicht gar nicht in das Gespräch gepasst haben. Und, aber der, genau das hat der Herr Canetti erwartet. Und was werden Sie mich dann fragen und dann fragen? Und ich bin natürlich auf das Buch bezogen, worauf denn, also, ja, aber das habe ich ja alles geschrieben, auf Seite 43 bis 47, da steht es, lieber Herr Canetti, Sie können aber nicht voraussetzen, oder das ist gerade der Sinn, dass man sich an die Leute wendet, die das Buch nicht gelesen haben. Und also der hat da irgendwelche, wie man so schön sagt, Mandeln gemacht und in jugendlicher Unbekümmertheit war es mir da irgendwann so blöd und ich habe dann gesagt, wissen Sie was, fangen wir an. Und ja, und so kam dann doch eine halbe Stunde zustande. Aber irgendwie sehr wohl in meiner Haut habe ich mich da nicht gefühlt, weil er so herumgezogen hat. Erfreulichere Radiogespräche. Also ich sehe das eigentlich auch vor allem die Arbeit hier wirklich als Geschenk und als Privileg an. Wo hat man schon, wenn man sich für Literatur interessiert, die Möglichkeit mit Autoren in wirklich näheren Kontakt zu kommen, vielleicht sogar Freundschaft zu schließen. Ich weiß schon, dass das nicht in 100% der Fällen ein Muss ist
Und das ist, dass man auch in diesem Job Leute kennen lernt, von denen einem lieber wäre, man würde sie nicht kennen. Aber unterm Strich ist es doch sehr positiv. Also ich erinnere mich zum Beispiel an ein, weil der Name auch schon ein paar Mal heute gefallen ist, an ein Gespräch, da war ich ganz frisch in diesem Job zwischen Ernst Jandl und Thomas Bernhard. Das war ein Balli Balfi, einer von den beiden hat gelesen, welcher war es, weiß ich nicht mehr. Und der andere ist halt als Besucher und Gast gekommen. Und zufällig bin ich dort gestanden, wo sich die zwei getroffen haben. Und in meiner irgendwie verschwurbelt idealistischen Vorstellung habe ich gedacht, ich wäre jetzt Ohrenzeuge eines Gesprächs, so Goethe, Schiller. Und dann fragt er eine von den zwei, weiß ich auch nicht mehr welche, wie geht's Ihnen denn? Und der andere sagt, ja, danke, gut. Meine Enttäuschung habe ich im Grunde genommen heute noch, weil ich dachte, ich wäre jetzt Ohrzeuge von irgendwelchen sensationellen literarischen Enthüllungen oder Gesprächen oder Gedanken oder Reflexionen. Und dann, na gut, also wir wissen, dass es mehrere Ebenen gibt. Aber das werde ich auch nicht vergessen. Ja, vielen Dank für diese schöne Schlussanekdote sozusagen, für dieses Gespräch. Jetzt sind wir auch Zeugen und Zeuginnen dieses einmaligen Gesprächs geworden. Herzlichen Dank. Nun darf ich ganz herzlich Helmut, pardon, bevor das passiert, Helmut Niederle auf die Bühne bitten. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Dem Satz kann ich mich anschließen, der Ralf gesagt hat. Das Vergnügen hat bewogen. Das heißt also, dass man Menschen kennenlernte oder traf, die man üblicherweise nicht hätte treffen können. Bei allen Einwendungen, die man sonst noch haben kann, aber das Positive möchte ich gleich herausziehen. Bitte. Wunderbar. Helmut Niederle hat sehr lange hier gearbeitet, in unterschiedlichsten Funktionen. Er hat 1973 begonnen, da war er noch studentischer Mitarbeiter und hat dann bis 2011 hier gearbeitet, bis zu dem Zeitpunkt, als er Präsident des österreichischen Pen-Clubs geworden ist. Sehr früh hat Helmut Niederle auch Texte veröffentlicht, etwa in der Pestsäule von Reinhard Federmann, und in dieser Ausgabe hat auch Marianne Gruber, die nächste im Bunde sein wird, erste Texte veröffentlicht. Sein Buchdebüt hat er 1974 herausgegeben, Verwandlungen, anschließend sind zahlreiche Erzählungen erschienen und seit dem Jahr 2000, das ist eine sehr kursorische Biografie, die ich erwähnen möchte, es gäbe noch viel, viel mehr zu erzählen und zu erwähnen. Seit 2000 fungiert er als Beauftragter des Writers in Prison, Komitee des Pen Clubs und setzt sich in dieser Funktion als Herausgeber und Vortragende für politisch unterdrückte Schriftsteller und Schriftstellerinnen ein. Zudem ist er als Übersetzer tätig, als Übersetzer aus dem Englischen. Er hat etwa Bücher übersetzt von Ben Okri, von Aftab Hussein und auch von Abdullah Razak Gurnah, der letztes Jahr den Literaturnobelpreis erhalten hat, den er auch zu einer Veranstaltung hier in die Literaturgesellschaft oder hier nach Wien eingeladen hat. Kehren wir vielleicht kurz an den Beginn zurück, 1973. Wie haben Sie die Literaturgesellschaft kennengelernt? Wie haben Sie Kraus kennengelernt und was waren so Ihre ersten Begegnungen hier im Haus? Darf ich so beginnen? Wir blicken jetzt zurück auf 50 oder 60 Jahre, was vorher war. Und ich war in Wien im Gymnasium und es war der Deutschunterricht und der Literaturpflegeunterricht war der Zeit entsprechend. Das war ein Frontalunterricht und ein permanentes Diktieren. Wir sind stundenlang gesessen und haben das aufgeschrieben, was gesagt wurde, was in Büchern stand. Also ich erinnere mich, das war der Sans in 4 Bänden. Und das haben wir wurde uns diktiert, was bei dem Sans gestanden ist, damit wir eine eigene Mitschrift hatten. Dass wir trotz alledem die Begeisterung für Literatur behalten konnten, empfinde ich heute noch als sensationell.
Und im Zug und im Rahmen dieses Lehrkörpers, der ja auch sehr autoritär war, um ein Beispiel zu nennen, wir haben in den Pausen geraucht und haben den Kampf geführt, wir müssen ein Raucherzimmer in der Schule haben. Und wir haben es ja tatsächlich durchgesetzt, dass wir ein Raucherzimmer hatten. Heute ist das Gegenteil davon, aber damals war das so. Und im Lehrkörper gab es einen Menschen, das war der ein Professor, das war der Viktor Böhm, der Name ist heute schon mal gesagt worden. Und er hat uns in einer ganz anderen Weise Literatur nahegebracht. Er hat Texte lesen lassen. Er hat also nachgefragt, wie wir darauf reagieren, was es uns bedeutet. Und er hat dann immer wieder korrigierend eingegriffen. Er hat gesagt, man muss aus der Zeit heraus verstehen und, und. Und dann verwies er auf eine Institution und das war das Forum der Jugend. Und jetzt weiß ich nicht, wer das erste Mal da war, 1964, 1965. Und damals war noch, standen also in der Mitte die Reihen, die Sesselreihen. Und in jeder Sesselreihe standen, Sie ahnen es bereits, zwei Aschenbecher. Und wir saßen da und rauchten die Bude voll. Und die Autorinnen und die Autoren standen zum Gespräch zur Verfügung. Und sie waren für uns, würde ich mal sagen, erreichbar. Und zwar in sehr unterschiedlicher Weise erreichbar. Also ich erinnere mich an den Ludinski, der also auf jede Frage, die auf einen Text sich bezogen hat, ganz sensibel reagiert hat. Bronner beispielsweise gar nicht. Bronner ist bei uns drüber gefahren. Nicht Ludinski, Kreisler, hochsensibel. Man konnte ihn fragen und er hat dann gesagt, warum er dazu kam und wie das war. Das war mein Einstieg. Und im Zuge dieses Einstiegs im Forum der Jugend habe ich ja sehr viele Autorinnen und Autoren kennengelernt oder getroffen. Kennengelernt ist ja zu viel gesagt. Ich erinnere mich mit großem Vergnügen beispielsweise in einem Abend mit dem Leon Epp, der damals der Direktor vom Volkstheater, der dann uns sogar eingeladen hat, wir sollen zu ihm kommen ins Volkstheater, er zeigt uns was, weil wir so interessiert sind. Man muss auch dazu sagen, die Gruppe, die hier saß, und die traf man da regelmäßig, mindestens einmal im Monat, wir kannten einander. So sind manchmal Gespräche von einem Abend auf den anderen hinübergesprungen. Ich habe gesagt, das haben wir schon besprochen. Mir ist sehr gut in Erinnerung, unter anderem ein Abend mit, oder der letzte Abend von Gerhard Fritsch. Ich glaube, er war der Letzte, der hier weggegangen ist vom Haus, bevor er nach Hause gegangen ist und selbst noch begangen hat. Ich habe darüber geschrieben in den Protokollen. Und das war eine ganz eine eigenartige Stimmung, die wir hatten. Und Fritsch hatte mit uns ein mehrteiliges literarisches Kolloquium oder so eine literarische Nachhilfestunde, wie man das nennen mag, sehr unaufgeregt veranstaltet. Und zwar, es waren anonymisierte Texte. Und wir haben über diese anonymisierten Texte geredet. Und ich erinnere mich, dass einer der Texte, also wenn wir fertig waren mit unseren Eindrücken, wurde die Frage gestellt, habt ihr ihn erkannt, wie der Name noch nicht gefallen ist? Und bei einem der Texte, der am wildesten verrissen wurde, das war Hermann Hesse. Es wusste niemand, dass Hermann Hesse ist und der Herr wurde ungescheut und ungehemmt zugebissen. Ich erinnere mich auch an einem Abend mit Wolfgang Kraus. Wolfgang Kraus war ja nie in Form der Jugend, aber einmal kam er und stellte sein Buch vor, Der fünfte Stand. An diesem Abend wurde er so in Grund und Boden kritisiert. Ich saß hier sehr viel, wir waren ja sehr jung, hatten eine relativ geringe Beißhemmung. Viele von uns hatten auch das eine oder andere aus der linken Literatur gelesen. Und man hat ihm sehr deutlich gesagt, der fünfte Stand, das ist ein ständiges Interesse, hat mit dem, was aktuell läuft, gar nichts zu tun. Wenn die Autoren, dann sind sie gehören zum vierten Stand zu oder dem fünften. Kraus kam nie mehr zu uns in Form der Jugend zurück. Und um diesen Durchgang mit einer Anekdote abzuschließen, ich glaube, da war ich schon hier im Haus, hat Martin Walser
in Form der Jugend gelesen. Und Martin Walser hat sich am Nachmittag noch einen Doppler Rotwein kommen lassen. Und da saß er da draußen und trank. Und er kam mit einer seiner Töchter, ich weiß nicht mehr welche. Und das war eine sehr attraktive junge Dame. Und irgendjemand in Wien hat er so stundenlang an die herumgebraten und wollte sie unbedingt abschleppen. Und irgendwann hat der Martin Walser zu mir gesagt, können Sie nicht mit den beiden mitgehen, damit dir nichts passiert? Und ich habe gesagt, Herr Walser, das kann ich nicht. Ich mache den Abend da, ich kann nicht mit der Tochter mitgehen. Und den Martin Walser so zu erleben als besorgten Vater, was könnte denn das sein mit der Tochter? Wahrscheinlich war eh nichts. Aber das sind schon Dinge, die man nicht leicht vergisst. Darf ich noch ein bisschen weitermachen? Ja, bitte. Geleitet hat das Forum der Jugend der Kurt Benisch. Und der Benisch hatte ein Themenspektrum zugelassen und hat jedes Mal auch einen Art Wettbewerb ausgeschrieben. Das heißt, er hat drei Fragen zu der vorzustellenden Literatur oder von dem Autor oder von der Autorin, die vorgestellt worden ist, Zitate oder sonstige Dinge wissen wollen. Und wer den Fragebogen richtig ausgefüllt hat, ist dann verlost worden und hat Buchgeschenke bekommen. Also beispielsweise bei der Hilde Späth wurden drei Bücher dann signiert, die hat man bekommen. Meine Sperber war auch hier, konnte man Bücher gewinnen. Also ich habe das eine oder andere habe ich von dem noch. Das war der Kurt Benisch. Und als der Kurt Benisch in Pension gegangen ist oder das Haus verlassen hat, hat Kurt Klinger das Forum der Jugend weitergeführt. Und bei aller Wertschätzung des Kurt Klinger als Lyriker und als Prosaisten bleibt doch zu sagen, er hat das Forum der Jugend ganz einfach nicht führen können. Das war nicht der Bereich, wo er sich gut ausgekannt hat. Erstens einmal sind die Veranstaltungen sporadisch geworden. Das heißt, die Leute haben sich verlaufen. Es gab die Preisausschreibung, da gab es auch nicht mehr diese Fragebögen. Und dann waren Themen, die eigentlich vorbeigegangen sind an den Menschen, die hier waren. Also ein Nachmittag, wie schreibt man ein Hörspiel? Und der Grendlesberger, auch bei aller Wertschätzung von Grendlesberger, ist vorbeiproduziert an den jungen Leuten, die ganz andere Probleme haben. Wir haben es mit Mittelschülern zu tun oder mit zu Beginnenden, mit jungen Leuten, die gerade im Studium beginnen. Die machen alles, aber schreiben keine Hörspiele. Wozu machen wir hier eine Veranstaltung zum Thema Hörspielen? Das heißt, das ist eigentlich an diesen Dingen, an diesen Unzulänglichkeiten gestorben und es hat keiner ernsthaft Interesse gehabt, das wirklich weiterzuführen. Zumindest wurde auch nicht laut gefragt, ob Harald Blachacek oder sonst jemand das weiterführen möchte. So ist das nie gefragt worden, der ist gestorben. Mhm. Eine Frage noch zu Kraus. Sie haben ja Kraus natürlich auch dann gut kennengelernt. Heute ist schon mal die Frage aufgekommen, als was Kraus sich wohl selbst als ersten selbst gerne wahrgenommen hätte, präsentiert hätte. Kritiker, Vermittler, Autor, Essayist, wie auch immer. Was ist da Ihre Einschätzung, Ihr Eindruck? Also ich habe den Eindruck, der Kraus wäre viel mehr Autor gewesen, als es ihm eigentlich gelungen ist. Denn wenn man so viel Management-Tätigkeit macht, so viel Herausgebertätigkeit und Sonstiges, beginnt das eigene literarische Werk ganz einfach zu verkümmern. Er hatte ja nicht die Zeit, sich wochenlang über zurückzuziehen, herunterzukühlen, zu meditieren oder was immer er braucht. Und dann den Gedanken zu Ende zu führen. Und die Leute schreiben 2, 3, 4 Jahre in einem Roman. Die Zeit hatte er nicht. Und für mich ist der deutlichste Hinweis auf dieses Defizit, das er da erleben musste, weil er hier so beruflich tätig war, wiederum der Kurt Benisch. Es gibt von Kurt Benisch ein Buch, das heißt Notizen eines Outsiders, den Übertitel habe ich vergessen. Und dieses Buch ist eigentlich auf Veranlassung von Wolfgang Kraus geschrieben worden. Weil der Benisch hat ihm gesagt, es gibt Menschen, die sich Zeit nehmen, die ihre Erlebnisse darstellen wollen. Und der Kraus hat zum Benisch gesagt, schreib das Buch.
das wurde auch hier vorgestellt, und der Benisch hat mir das nicht nur einmal erzählt. Ich habe gesagt, eigentlich ist es ein Buch von Kraus, aber ich habe es für ihn quasi geschrieben, steht mein Name drauf, aber eigentlich wollte er sowas immer schreiben, aber kam nicht dazu. Mhm. Und das darf ich noch einen Satz sagen, in dem Buch lag eine Karte bei, und zwar, da konnten Gutscheine für Stunden. Denn der Benisch hat gesagt, das Wertvollste, was wir einander schenken können, ist Zeit. Haben tun wir eh alles. Also dass jemand sagt, du kannst ausfüllen, wann immer du möchtest, und dann habe ich eine Stunde nur für dich Zeit. Die Karte liegt im Buch bei. Schöne Geschichte. Um auf Ihre Tätigkeiten zu sprechen zu kommen, also Kurt Klinger wäre noch eine wichtige Persönlichkeit, über die heute eigentlich kaum gesprochen wurde, aber jetzt drängt schon ein bisschen die Zeit, also würde ich jetzt das vielleicht ein bisschen hinten anstellen. Und wir kommen zu Ihren Tätigkeiten. Insbesondere waren Sie auch zuständig oder haben sich auch dafür eingesetzt, dass eben die Literaturgesellschaft sich einer internationalen Literatur gegenüber öffnet, und zwar nicht nur einer in Bezug auf die Länder jenseits des Eisernen Vorhangs Richtung Osten, sondern eben global gesehen. Sie haben da ganz große Symposien organisiert, Ende der 90er, Beginn der 2000er Jahre. Da möchte ich erwähnen eines, da haben wir auch ein paar Bilder davon, in dem Fall mit Marianne Gruber am Bild und Jean Ziegler. Wir sind die Wunder, um die bittere Frucht der Zeit zu kosten. Wir sind die Wunder, um die bittere Frucht der Zeit zu kosten. Afrika, Diaspora, Literatur und Migration von April 1999. Vielleicht, und da waren ja zahlreiche Gäste von der ganzen Welt zu Gast. Vielleicht könnten Sie kurz skizzieren, wie diese internationalen Netzwerke sich im Laufe der Jahre ihrerseits aufgetan haben. Ja, also zu einem richtigen Wachsen eines Netzwerks ist es ja leider nicht gekommen. Aber ich kann so viel sagen, da bin der Marianne Gruber sehr dankbar, dass ich das hier machen konnte. Ich habe Jahre vorher begonnen, mich mit manchen außereuropäischen Literaturen auseinanderzusetzen. Und ich erinnere mich, ich kam von den Philippinen zurück und habe also über zeitgenössische philippinische Literatur gearbeitet. Und der Wolfgang Klaus hat mich gefragt, was machen Sie auf den Philippinen? Und ich habe gesagt, naja, ich habe so eine Reihe von Autoren getroffen und über die arbeite ich. Und seine Reaktion war, was? Die schreiben an. Und er hat nicht einmal wahrnehmen können, das ist auch kein Vorwurf. Das hat ja die anderen Österreicher haben ja auch nicht gewusst und gesehen, dass es eine philippinische Literatur gibt. Aber selbstverständlich gibt es die. Und ich dachte mir damals, wir müssen das ändern. Denn im Grunde genommen, die meisten Europäer sagen, wir haben niemanden, mit dem wir reden können. Ist ja überhaupt nicht wahr. Afrika ist ja voll mit Dialogpartnern, müssen sie nicht zur Kenntnis nehmen. Auf den Philippinen, da gibt es viele Menschen, die sehr gut artikulieren können, welche Probleme sie haben, was sie von Europa halten. Den Dialog kann man ja führen, nur wir kennen sie nicht. Wir haben sie ja nie eingeladen, wir haben es bis jetzt ignoriert und das ist es. Ich bin gleich fertig. Es gibt wahrscheinlich im deutschen Sprachraum keine einzige Darstellung, literarische Darstellung über den Konflikt Pakistan und der Indischen Union, wo 1 Million Menschen vertrieben worden sind. Wir reden über die Vertreibung der Sudetendeutschen, okay? Aber haben wir jemals festgestellt, dass es eine Literatur dazu gibt, im indischen Subkontinent, wo wir vielleicht manche Dinge erkennen könnten in einem fernen Spiegel? Ich würde sagen, nein, so ein Buch gibt es im deutschen Sprachraum nicht. Ich denke, dafür setze ich mich ein, dass es sowas gibt. Da haben Sie eben ganz große Symposien veranstaltet. Hier haben wir noch ein anderes Bild zu einem dieser Symposien von dem Jahr 2001, Europa, Lateinamerika, Literatur, Migration und Identität. Etwa mit Roberto Bolaño sind Sie hier zu sehen und wiederum mit der Marianne Gruber. Das heißt, diese Kontakte haben sich nach und nach ergeben, entwickelt, auch über den PEN-Club vielleicht. Ja, ja. Mit dem Symposium war ja sehr spannend, dass Musikinstrumente Musikinstrumente für den Kulturkampf zwischen den Indigenen und den europäischen Einwanderern verwendet werden können. Das Instrument ist relativ gleich. Das eine ist eine vernikuläre Musik und das andere ist eine nach europäischen Gesichtspunkten gestimmte Musik. Da kann man relativ viel zeigen. Das zweite ist, es gibt auch in Lateinamerika eine ganze Reihe von Autoren, die von Blutmythologien träumen und sie auch propagieren. Und man sagt, das gemahnt schon alles sehr an den deutschen Sprachraum oder an Mitteleuropa.
Und das halte ich für sehr erschütternd, dass es sowas gibt. Gleichzeitig ist es wiederum der ferne Spiegel, da gibt es ja auch etwas anderes oder auch ein Pendant dazu. Und wie kann man die Resonanz auf diese Veranstaltungen rückblickend zusammenfassen aus Ihrer Sicht? Also es waren eben wirklich wie Symposien mit 10, 15, 20 ja. Leuten aus allen möglichen Ländern, von allen Kontinenten. Also damals war also ORF war eigentlich, hat uns großzügig unterstützt. Und ich erinnere mich, wir haben einen Brief geschrieben an den Manfred Jochum. Und der Manfred Jochum hat uns dann zum Gespräch empfangen. Und bevor wir über Einzelheiten geredet haben, hat er gesagt, wir machen ein Morgenjournal, ein Mittagsjournal, ein Abendjournal, die Salzburger Nachtgespräche. Wir schicken Ihnen jemanden, der alle Veranstaltungen aufzeichnet. Haben Sie sonst noch irgendeinen Wunsch? Da haben wir gesagt, nein, haben wir keinen mehr. Ja, das ist erfreulich. Wunderbar, vielen Dank, dass Sie gerne da waren. Jetzt darf auch ich die Bühne räumen und das Gespräch wieder an Manfred Müller übergeben und Marianne Gruber ganz herzlich auf die Bühne bitten. Willkommen. Hallo Marianne. Freut mich sehr, dass du da bist. Logischerweise jetzt als Abschluss dieses Abends am Anfang Wolfgang Kraus, jetzt du, die zwei großen Figuren eigentlich. Es ist eigentlich interessant, dass es in dieser ganzen Zeit nur zwei Leitungspersönlichkeiten gab, Wolfgang Kraus und dich, bis 2014. Marianne Gruber ist in Wien geboren. Sie ist Autorin von Romanen, von Erzählungen, von Essays, von Lyrik. Sie hat auch im Literaturbetrieb eine ganze Reihe von Funktionen inne gehabt, war zum Beispiel Leiterin des Literaturkreises Podium und von da weg dann ist sie 1992 in die Literaturgesellschaft gekommen. Von 1994 bis 2014 war sie Präsidentin, Nachfolgerin von Wolfgang Kraus. Von 2017 bis 2021 war sie dann Präsidentin des Österreichischen Schriftstellerverbandes. Sie studierte Klavier am Konservatorium der Stadt Wien, hat Medizin studiert und Psychologie bei Viktor E. Frankl und einfach sehr viele verschiedene Dinge gemacht. Sie hat viel publiziert, ich zähle jetzt nicht alles auf. Begonnen hat es mit der Zwischenstation, einem Roman 1986. Dann gibt es, einfach nur um es zu erwähnen, einen herausragenden Erzählband, Der Tod des Regenpfeifers 1991. Und am Schluss möchte ich noch zwei Romane nennen, Ins Schloss, eine Fortschreibung von Kafkas Schloss 2004 und 2012, Erinnerungen eines Narren, auch ein Roman. Liebe Marianne, du bist 1992 in die Gesellschaft eingetreten, quasi als Mitarbeiterin, aber in Kontakt gekommen bist du ja wesentlich früher, ich glaube auch über das Forum der Jugend, oder? Ich weiß es eigentlich nicht genau, denn die Einladung ins Forum der Jugend war ja schon etwas Überraschendes. Möglicherweise hängt das zusammen über den Bornummern von der Pestsäule, die wirklich eine Legende war. Leider sind nur 10 Nummern erschienen und wir in denselben Heften unsere ersten Publikationen hatten, die man eine wirkliche Publikation nennen konnte. Jedenfalls habe ich eines Tages eine Einladung ins Forum der Jugend bekommen, ohne irgendjemanden persönlich hier im Haus zu kennen. Und da war es aber dann nicht mehr das Forum der Jugend, das du beschrieben hast, sondern da war es ein Forum der Jugend, wo Wolfgang Kraus
Also das erste war eigentlich eine Lesung aus Manuskripten im Palais Balfi. Und das andere war eine Art von Nachmittagskaffee-Einladung mit Kuchen. Lauter junge Leute, die noch kein Buch hatten. Und Wolfgang Kraus hat sich zu uns gesetzt und hat uns folgenden Vorschlag gemacht. Er war damals, wie gesagt, Cheflektor. Und wir sollen eine Anthologie zusammenbasteln und er garantiert uns, das wird ein Buch. Er kann das durchsetzen. Und wir haben damals beschlossen, jeder schreibt einen Text über den Bezirk, über den er, in dem er wohnt oder sie. Ich glaube, wir beide, Helmut und ich, waren die Einzigen, die einen Text verbrochen haben. Es kam nie auch nur annähernd in die Nähe einer solchen Anthologie, weil die anderen keine Texte abgeliefert hatten. Dann war ich sozusagen auf der Liste, die Programm zugeschickt bekommen haben, oder aber auch zu Kaffee, Nachmittagscafés eingeladen wurde und naja, ich bin Wolfgang Kraus hin und wieder bei irgendwelchen Veranstaltungen begegnet, auch die nicht im Haus stattgefunden haben. Und da gab es eine kurze Episode, wo ich den Club 2 moderiert habe, 5 oder 6 Mal insgesamt. Und dann rief mich Wolfgang Kraus eines Tages an, sehr überraschend, und sagte, ich muss mit Ihnen reden, ich lade Sie zum Mittagessen ein. Das heißt, wir kannten einander, aber wir hatten bis auf dieses eine Mal Forum der Jugend, wo der Vorschlag kam, schreibt, macht zusammen ein Buch und ich garantiere euch, dass das publiziert werden kann, gab es eigentlich nie irgendein Gespräch. Bei diesem Gespräch damals gab es sehr wohl ein längeres Gespräch, hat uns nämlich auch angeboten gehabt, wir können ihm unsere Manuskripte zum Lesen bringen. Und ich hatte einen ganz frühen Prosatext, also eigentlich einen kleinen Roman, 180 Seiten, Manuskriptseiten geschrieben und habe den tatsächlich gebracht und er hat ihn auch gelesen und dann gab es noch einmal ein Treffen mit der gleichen Gruppe, auch nachzufragen natürlich, wie steht es mit dieser Anthologie. Wolfgang Kraus hatte das inzwischen gelesen und er wollte gut zu mir sein wahrscheinlich. Der erste Satz war, so viele begabte junge Leute, aber keine Themen. Er ist der einzige Mensch, der dieses Manuskript jemals zu Gesicht bekommen hat. Wie gesagt, und dann kam dieser überraschende Anruf. Wir haben uns im Grinsteidl, das es leider schon wieder nicht mehr gibt, getroffen. Und er sagt, entschuldigen Sie, ich habe schon gegessen, weil ich muss um 12 Uhr essen. Wir haben uns für 1 Uhr was ausgemacht gehabt. Hat mir zugeschaut, ob es mir auch schmeckt. Und was mich hätte aufmerksam machen sollen, war der Satz, er überreicht mir die Speisekarte und sagte, schauen Sie nicht auf den Preis. Ich wusste aber oder hatte den Eindruck, er ist eigentlich ein Sparefroh. Und das ist nicht der Satz, den man von ihm erwarten konnte. Nachdem ich gegessen hatte und dann Kaffee kam, sagte er mir, ja, eigentlich wollte ich Sie fragen, sich vorstellen, meine Nachfolgerin zu werden. Ohne irgendeine Vorwarnung, aber auch ohne irgendein längeres, tieferes Gespräch oder so. Und da habe ich ihn damals gefragt, ja, wie kommen Sie denn auf die Idee? Na, ich beobachte Sie schon längere Zeit. Aha. Und dann habe ich gesagt, bitte, und mit was soll ich das können? Ich bin keine Literaturwissenschaftlerin. Ich habe ganz andere Sachen gemacht.
sagt, ich bin auch kein Literaturwissenschaftler, ich habe Theaterwissenschaft gemacht. Sie können mit Menschen umgehen und Sie können frei reden und alles andere lernen Sie. Das war im Grunde genommen das erste Gespräch darüber, das wir ein bisschen länger geführt haben. Ja, dann habe ich gesagt, das darf ich mir bitte überlegen. Und die Entscheidung, ja zu sagen, weil ich zu Recht, wie sich dann herausgestellt hat, befürchtet habe, dann ist es mehr oder weniger mit dem Schreiben vorbei. Oder fast vorbei. Und das war es dann letzten Endes auch. Die hat meine Tochter gefällt. Indirekt. Ich bin in ein Gespräch zwischen die Geschwister hineingeraten. Sie hatte ihren Abschluss in Physik gemacht und der Bruder hat ihr eingeredet, jetzt schreibe eine Dissertation. Und sie hatte auch von ihrem Betreuungsprofessor das Angebot. Und ich höre, wie sie ihm unter Tränen antwortet, glaubst du, ich will den Eltern ewig auf der Tasche liegen? Dann haben wir gedacht, naja, dann kannst du ihr diese finanzielle Sorge eigentlich abnehmen. Und das war der erste Schritt, der erste Grund, warum ich dann zugesagt hatte nach einer Woche. Niemand im Haus war darüber sehr begeistert, dass ich aufgetaucht bin. Ich bin mehr oder weniger ein bisschen kritisch beäugt worden. Persönlich kannte ich eigentlich nur den Helmut Niederle. Und natürlich kannte ich den Kurt Klinger. Aber das war sehr, das war nicht sehr persönlich. Und dann wurde es interessant. Die erste Aufgabe war, also diese Büchersendungen zu betreuen. Das war die Eingewöhnungsphase. Und ich dachte mir dann, naja, es ist eigentlich schade, diese Listen, von denen Sie gesprochen haben, die gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Die Gesellschaft hat dann alle Publika, alle Neuerscheinungen Österreichs und über literaturwissenschaftliche Themen auch aus Deutschland und der Schweiz zusammengestellt und dann diese Listen auch verschickt. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das übernommen hatte, gab es diese Listen noch nicht. Und ich habe dann in 40 Briefen Germanistinnen und Germanisten angeschrieben, was sie, und das war ja schon nach dem Fall der Mauer, denn ganz dringend für ihre Arbeit brauchen würden. Also nicht nur österreichische Literatur, um sie zu promoten, sondern in dem Fall auch, um einen gewissen Nachholbedarf zu befriedigen in den Ex-Ostblock-Ländern. Da kamen zum Teil rührende Briefe zurück mit, ich hätte gern das, 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 aber das wird sicher zu viel sein. Schicken Sie mir von dieser Liste das, was Sie finanzieren können. Dann gab es die ersten Abendeinleitungen nach einer Weile und dann habe ich gesehen, also es läuft nicht ganz so, wie sich der Dr. Kraus das vorgestellt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es war ein bisschen eine schwierige Situation, auch aus einem anderen Grund. Ich habe dann allmählich kapiert, dass es nicht seine große Überzeugung war, er muss die Marianne Gruber hier als Nachfolge in seinem Haus installieren, weil er so überzeugt davon ist, wie gut die ist und wie sie das kann, sondern mit etwas ganz anderem zusammenhing.
Die Gesellschaft war damals stark unter Beschuss. Die Grazer Autorenversammlung hatte wieder einmal ihre Kräfte gebündelt, um gegen die österreichische Gesellschaft für Literatur nicht direkt als Veranstaltungsort, aber um gegen die Person Wolfgang Kraus anzutreten. Und in der Subventionspolitik war es so, dass sie eine gewisse Chance auf Erfolg hatten, gehabt hätten, rein theoretisch. Es war ja so, dass als die Grazer Autorenversammlung gegründet worden ist, und ich habe dort, um Missverständnissen vorzubeugen, ich habe dort etliche Freunde, aber das gehört zur Geschichte dazu, der damalige Sektionschef, Dr. Hermann Lein, das Budget des Hauses hier und das Budget des Pens unterm Jahr halbiert hat. Beim Penn hat das, wie der Penn diese finanzielle Lücke finanziert hat, habe ich eigentlich nie erfahren. Aber es hat eine gewisse, was damals auch noch möglich war, Rücklagenwut fast erzeugt. Wir brauchen, wenn wieder einmal so etwas passiert, Geld, um eine solche Durststrecke zu überbrücken. Wolfgang Kraus hat das mit wichtig sind nicht die Minister, sidestep jetzt, sondern die interessierte Mittelschicht, wenn es sie gibt. Und damals gab es sie. Und Wolfgang Kraus hat es geschafft, also von dieser Mittelschicht da und dort dann doch wieder die Subventionen zu bekommen, die das Haus gebraucht hat oder besser gesagt auch schon verplant hatte. Als ich anfing, war es gerade so, dass der große Sparefroh eingezogen ist. Es gab damals für alle literarischen Veranstalter eine Rückbindung ein Minus von 10%, das erst, wenn überhaupt, gegen Jahresende ausbezahlt werden kann. Zur gleichen Zeit hat das Wissenschaftsministerium die Stipendien, die damals immerhin 900.000 Schilling waren, und das war nicht wenig, um Wissenschaftler einzuladen, die Stipendien storniert, nicht gekürzt, sondern storniert. Und dann gab es noch eine andere finanzielle große Schwierigkeit. Wolfgang Kraus war gewohnt, dass er, wenn dann allmählich der Überblick kam, was das Haus im Budget brauchen wird, eine Nachsubvention einreichen konnte. Und das jedes Jahr, und er hat das jedes Jahr gekriegt. Und die zuständigen Beamten konnten damals locker bis zu 500.000 Schilling unterschreiben. Dann kam eine neue Veränderung, maximal 100.000 Schilling, nach Subventionen. Ich hatte also ein Budget, ich sage jetzt nicht ganz die korrekten Zahlen, 1,6 Millionen Schilling war die Grundsubvention und etwas über 500.000 Schilling war die Nachsubvention. Die Grundsubvention haben wir fürs Haus bekommen, minus der Rückstellung von 10%. Sie sehen, was meine Haupttätigkeit war. Ich rede nicht über Literatur, sondern ich rede über das finanzielle Überleben des Hauses. Eine gewisse Zeit lang zumindest. Was machen wir jetzt mit den mehr als eine halbe Million Schilling Fehlposten? Und da war eine gewisse, eine große Hilfe der Ministerialrat Unger, der gesagt hat, das Ansuchen muss die gesamte Summe beinhalten, die man im Vorjahr gekriegt hat, und er wird den zuständigen Stellen, die dreinreden könnten, erklären, dass das Ansuchen jedes Jahr immer auf zwei Raten kam,
Einmal das, der große Brocken und dann der, ein kleinerer Brocken noch dazu. Und das ist wirklich durchgegangen. Das heißt, wir waren aus der Ansuchungsschiene draußen und es ist gelungen, ein kleines bisschen Budget für die Übersetzer zu bekommen, weil ich mit etwas argumentieren konnte. Österreich will in die EU und wir tun so, als ob es die Übersetzer in Mittelwesteuropa gar nicht gäbe. Dafür ist nämlich kein Geld da vom Haus aus, die einzuladen. Und da gab es dann ein extra Postenbudget für die Übersetzer. Dann gab es einen kleinen Extraposten für die fotografische Dokumentation. Und damit stand der, und was der Ministerialrat Unger noch gemacht hat, wir haben von dieser Rückstellung alles bekommen gegen Jahresende. Das heißt, damit konnten wir das Budget fürs Haus und die Projekte halbwegs sichern. Und ich konnte mich ein bisschen mehr um die Literatur kümmern. Und da gab es, ich hatte mit Kurt Klinger, kurze Zeit allerdings nur, mit Helmut Niederle, zwei sozusagen ungeheuer wissende Mitarbeiter, was die Produktion in der Literaturszene betroffen hat, über meine Mitgliedschaft zuerst in der Grazer Autorenversammlung und dann im PEN, weil ich mir einen unglaublichen Fauxpas geleistet hatte. Ich habe mich bei einer Generalversammlung der Grazer Autorenversammlung nach einer Reise in die DDR zu einem Kurzreferat gemeldet und gemeint, der PEN hat zu diesem Zeitpunkt wirklich ein bisschen geschlafen. Die virulenteren Leute sitzen eigentlich in der GAF, aber den politisch viel besser handhabbaren Namen hatte der österreichische PEN-Club. Und diese Kräfte muss man irgendwie zusammenbringen, mehr habe ich nicht gebraucht, aber vielleicht war das auch naiv. Aber ich habe an das, was ich gesagt habe, auch wirklich geglaubt gehabt, dass das zusammengebündelt gehört hätte. Inzwischen ist das kein Thema mehr. Hier im Haus habe ich mir dann vorgenommen, die Einladungspolitik muss so laufen, dass es keine Frage sein darf, von welcher literarischen Organisation die Leute kommen, sondern ist das Buch interessant. Ist das interessante Literatur, ist das gut geschriebene Literatur, ist das innovative Literatur? Und das hat zumindest hier im Haus dazu geführt, dass wir plötzlich Gäste aus allen Einzugsgebieten, literarischen Einzugsgebieten wieder hatten, weil die Mitglieder der Grazer Autorenversammlung in ihrer Wut damals auf Wolfgang Graus und, sich dem Haus eigentlich mehr oder weniger verweigert haben. Nicht der Ernst Jandl, der damals Präsident war, und nicht die Mayröcker. Und Ernst Jandl hat von dieser Idee, man müsste das ein bisschen bündeln, diese Virilität der Grazer und diesen politisch so hochwirksamen Namen des PEN. Von dieser Idee hat er absolut was gehalten gehabt. Nur die Geschichte ist dann schiefgegangen. Genug darüber. Hier im Haus haben sie sich getroffen. Und das war das, was ich wollte, was ich noch, wo noch mein Schwerpunkt war, das war Emigranten, die es noch gegeben hat, die noch am Leben waren, so einzubinden, wie es auch Wolfgang Kraus gemacht hat, das war wichtig. Die haben mich natürlich auch zuerst beäugt.
was wird sie machen, was wird sie sagen, noch dazu als Frau. Es gab ja niemanden in einer literarischen Position, also eine weibliche Leiterin. Da hat sich Wolfgang Kraus etwas ganz Neues sozusagen einfallen lassen. Und seine Rechnung ist insofern aufgegangen, als er sich gedacht hat, jetzt ist gerade wieder eine Welle der Emanzipation angelaufen und eine Frau wird man nicht beschießen. Er hatte recht damit. Ich bin nicht beschossen worden. Es ist eine gewisse Ruhe in dieser Kampfstimmung, die wirklich sehr deutlich zu spüren war, eingetreten. Und aus den Kontakten mit den Emigranten sind wirkliche Freundschaften entstanden, vor allem mit Martin Esslin und mit Egon Schwarz. Und dann gab es natürlich auch ein bisschen neue Impulse. Ich kann mich erinnern, dass wir einen Autor eingeladen hatten, der Kraus beschossen hatte und von dem Kraus auch nicht allzu viel gehalten hat. Und Wolfgang Kraus war aber bis knapp vor der Veranstaltung da. Und ich schaue ihn groß an und sage, bleiben Sie. Sagt er, nein, das ist nicht meines, aber machen Sie nur. Das heißt, ab dem Moment, wo ich dann wirklich alles übernommen hatte, hat er mir mit keiner Andeutung auch nur versucht reinzureden, worauf er großen Wert gelegt hat, dass wir gemeinsam einmal Mittagessen gehen und ich ihm erzähle, was im Haus los ist und was wir planen. Dass das nicht offiziell über das Programm läuft oder über ein Vorprogramm, sondern dass das ein persönliches Gespräch ist. Das heißt, bis zu seinem Anruf und der Eröffnung, wollen Sie meine Nachfolgerin werden, hatten wir nicht einen Bruchteil davon geredet, als ich die Leitung übernommen hatte. Jetzt habe ich sehr viel geredet. Hast du noch Fragen? Oder ich habe ein paar Bilder überblättert, weil du von Egon Schwarz geredet hast. Ja. Den hast du ja quasi direkt von Reinhard Urbach übernommen. Der hat ja am Wolfgang Kraus gar nicht wirklich angestreift, wenn man so glauben kann. Ich glaube, die haben sich nicht so verstanden. Und du warst dann wieder eine absolute Bezugsperson. Ich glaub, ja, das ist auch, das schon. Wir haben einander private Briefe geschrieben und so. Mhm. Also zum Teil halb private. Ein Teil davon, von seinen Briefen, liegen hier im Haus. Da hätte ich gern wenigstens die Kopie nochmal. Das ist kein Problem. Weil es mir gerade einfällt. Ja. Na klar. Und dann der Martin Esslin, der ja regelmäßig sein Seminar im Herbst gehalten hat über das Theater. Mhm. Und dann waren es natürlich auch Freundschaften nach wie vor mit den eingeladenen Gästen aus dem Ex-Ostblock. Da wollte man mir tatsächlich zuerst auch diese Stipendien streichen. Nach dem Motto, jetzt können Sie ja reisen. Ich habe damals den Ministerialrat, den Zuständigen, entgeistert angeschaut und habe gesagt, ja, und mit was für einem Geld, jetzt dürfen Sie reisen, aber Sie können es nicht bezahlen. Also es blieb mehr oder weniger alles beim Alten. Ich habe sogar ein bisschen eine kleine Budgeterhöhung gekriegt und das waren zum Teil sehr berührende Begegnungen. So wie Sätze wie die Aufenthalte in der Gesellschaft hier, das war für meine Seele der Urlaub. Oder als ich das erste Mal hier war,
habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, jetzt weiß ich, was Freisein bedeutet. Und solche Sätze, die... Und natürlich habe ich etwas mit übernommen, was heute schon ein bisschen angesprochen worden ist. Wolfgang Kraus hat, und man kann das immer nur für wenige machen, leider, wenn man es nicht institutionell macht, Operationen organisiert, Krankenhausbetten aufgetrieben, die Unterstützung im Alltäglichen und im Kleinen, soweit wir das leisten konnten, das weiterzumachen. Jemanden etwas zu besorgen, auch Medikamente. Da hat mir ein bisschen das abgebrochene Medizinstudium geholfen, weil ich die anderen, die nicht abgebrochen haben, sind Mediziner geworden und die konnte ich um Gratisbefundungen bitten, obwohl natürlich alle Gäste hier im Haus krankenversichert waren, aber nicht in jeder Hinsicht, und ich habe da auf die Weise auch manchmal Medikamente gekriegt und so. Und sich um diese Sachen zu kümmern, das war die... Also wenn man mit diesen Leuten aus dem Ex-Ostblock geredet hat, hatte man manchmal den Eindruck, sie knien vor dem Wolfgang Kraus. Und die Frage war, er war nicht nur immer ein angenehmer Mensch, weil er wirklich autoritär sein konnte. Also ich habe ja nur den mehr oder weniger alten Wolfgang Kraus kennengelernt. Und alten Menschen was aus- oder einzureden, ist nicht mehr so einfach, wie wenn man einen 30- oder 40-Jährigen vor sich hat. Das heißt, das, was damals allen hier im Haus als autoritär vorgekommen sein muss, war wohl auch schon die Blickrichtung, ich merke es ja an mir selber, die Blickrichtung allmählich zum Tunnel verengt. Und das meine ich mit nicht sehr angenehm, weil es autoritär geklungen hat, aber diese Menschen sind vor ihm gekniet. Und es war natürlich die Frage, ganz am Anfang, was ist es? Und es war sehr wohl genau dieser menschliche Bezug. Und dann habe ich natürlich eine Einführung auch bekommen von Wolfgang Kraus, was die Einzuladenden aus dem Ex-Ostblock betroffen hat. Wissen Sie, ist ein Kommunist oder eine Kommunistin aber gescheit und hat niemandem was getan? Seien Sie gut zu ihm oder zu ihr. Aber auch, wissen Sie, in der Übergangszeit wird man diesen oder jene noch einladen müssen wahrscheinlich, und die musste ich einladen. Er hat nicht gesagt, mit zugehaltener Nase, aber es hat auf mich fast den Eindruck gemacht, damit ich die anderen einladen kann von dort. Wie ich dann später festgestellt habe, haben manche der ehemaligen Gäste das so ausgelegt, dass Wolfgang Kraus politisch sozusagen dem einen oder anderen reingefallen wäre, wienerisch gesagt. Und das war sicher nicht. Weil vor allem, wenn es um die DDR ging, war es absolut notwendig, bestimmte Menschen einzuladen, damit die anderen kommen können. Die kamen immer im Rudel sozusagen und hatten immer einen Aufpasser dabei. Ja, die alten Immigranten, die wirklich herzerwärmende Begegnungen waren, die gibt es jetzt einen guten Teil nicht mehr, leider. Was mich mit
tiefen Respekt erfüllt hat, war, wie diese Menschen über Österreich gesprochen haben. Martin Esslin hatten wir einmal bei einem Mittagessen einen kleinen Vortrag darüber gehalten, was alles an Österreich lobenswert ist. Aber er hatte mir auch erzählt, wie er aus Österreich überhaupt nach England fliehen konnte. Und dass er da fast verhungert wäre. Und dann schaut er sich dieses Land an und sagt, erzählt mir, was ich an diesem Land selber als Bürgerin loben sollte. Das waren schon menschliche Bereicherungen und darum ging es auch in den Begegnungen. Es geht bei der Begegnung mit Literatur, bei der Begegnung mit Menschen, genau um das, was einem ein bisschen weiter werden lässt. Und wo man hinterher sagt, ich bin beschenkt worden. Man kann von einem Musikstück, einem Bild, einem Roman, einem Gedicht beschenkt werden oder von Menschen, so jetzt rechts. Du hast vorher gesagt, die Menschen sind vor Wolfgang Kraus gekniet. Ich bin ja doch schon viele Jahre hier mittlerweile, was ich nur dir zu verdanken habe. Und ich habe oft gesehen, dass sie nicht vor dir knien, sondern dich umarmen. Ich glaube, das ist ein... Und das kennen viele. Wolfgang Kraus ein bisschen schwerer gewesen. Da ist, ja, wir sind nicht der Typ da dafür. Von dieser Einstellung her, ja, sehr unterschiedlich, ja, gewesen. Ich danke dir sehr fürs Hiersein. Wir haben noch ein paar Bilder, die ich durchlaufen lasse. Bei denen bleibe ich jetzt stehen. Das kommt noch. Ja, ich möchte mich bei allen bedanken, die heute am Podium waren, bei Stefan Maurer, Reinhard Urbach, Hans Haider, Raul Blachacek, Helmut Niederle, Marianne Gruber. Ich danke Ihnen fürs Kommen, fürs Zuhören. Das war heute ein sehr, wie soll ich sagen, intensiver, man könnte sagen, das war heute alles sehr intern für uns, spannend. Ich hoffe auch ein bisschen für Sie. Es ist viel gesagt worden, viel erzählt worden. Wir haben alles aufgenommen und wir werden weiterreden. Einen wunderschönen Abend noch. Danke fürs Kommen. Applaus